glaube, wir können beginnen. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Kommen. Ich möchte euch im Namen des International Institute for Peace zur heutigen Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Stefanie Fenke und ich freue mich sehr, dass wir ein so interessantes Panel haben zu einem unglaublich aktuellen Thema, einem Thema, das in der Zivilgesellschaft nicht ganz so bekannt ist, wie es vielleicht bekannt sein sollte. Es wird ein bisschen über Drohnen, über halbautomatische Waffensysteme, wird ein bisschen was berichtet, aber Killer Robots ist doch noch nicht ganz so das große Thema. Es gibt viele Fragen zu beantworten, wie kann man damit umgehen, was für Entwicklungen gab es, was für Entwicklungen gibt es in Zukunft, wie geht man moralisch damit um, ethisch, es gibt rechtliche Fragen, die werden wir heute alle diskutieren, ich freue mich sehr darauf, aber ich freue mich vor allem auch über die Kooperation. Es ist uns immer sehr wichtig als International Institute for Peace, als kleine Organisation, dass wir mit anderen Organisationen kooperieren und ich möchte hier heute Schapka erwähnen. Herzlichen Dank und natürlich auch die Campaign to Stop Killer Robots. Die Marit Alix wird nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen, man kann auch Mitglied werden. Ich lasse es jetzt aber auch schon damit, freue mich dann auf die spannende Diskussion, gebe aber noch ganz kurz dem Michael Zinkernel das Wort von Schapka, damit er das ganz kurz auch vorstellen kann. Ich wünsche einen angenehmen Abend, eine interessante Diskussion und Michael, danke. Danke vielmals, Stefanie. Ich möchte auch nicht vorgreifen auf die spannende Diskussion, sodass wir wirklich dann mehr Zeit haben mit den interessanten, spannenden Panelistinnen. Mein Name ist Michael Zinkner, ich bin der Generalsekretär von Schapka, der Strategic Think and Do Tank. Wir sind ein zivilgesellschaftlicher Verein, der sich hauptsächlich mit entwicklungspolitischen, sicherheitspolitischen, aber auch verteidigungspolitischen Themen beschäftigt, aber eben auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Wir haben hier sozusagen einen starken Bottom-up-Ansatz in den Veranstaltungen, in den Workshops, in den Publikationen, die wir verbreiten. Und ich will, wie gesagt, nicht vorausgreifen, wenn jemand Interesse hat, mehr über Schapka zu erfahren. Ich bin später auch noch bei einem Gläschen Wein da. Danke noch einmal an die Einladung. Und wir haben morgen ein Netzwerktreffen im Café Viel ab 19 Uhr, falls da jemand Zeit und Lust hat, auch mehr über Schapka zu erfahren. Das wird ein sehr inoffizieller Rahmen sein, ohne inhaltliche Schwerpunkte. Danke vielmals und viel Spaß bei der spannenden Diskussion. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Nicht alle Waffen sind gleich. Manches Kriegsgerät scheint besonders schlimm zu sein. Über so einen Fall reden wir heute Abend. Die Gefahren von Killerrobotern und die Notwendigkeit eines präventiven Verbots. So lautet der Titel der Veranstaltung, wie er von den drei Veranstaltern formuliert worden ist. Erstens die Campaign to Stop Killer Robots Austria. Zweitens unser Gastgeber, das International Institute for Peace. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Frau Fenkert. Und vielen Dank auch an Michael Zinkernel von Schapka, der Sie auch begrüßt hat. Ich darf mich kurz als Moderator vorstellen. Mein Name ist Milo Schwedz. Ich bin Vorstand im Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Universität Wien, mache Völkerrechtsgeschichte. Und was mich besonders an dem Thema interessiert, sind geächtete Waffen in Geschichte und Gegenwart. Denn worüber wir heute reden, hat einen großen Vorlauf in der Geschichte. Es gab immer wieder Versuche, Waffen zu ächten. Und erfreulicherweise sind manche, das verleiht uns Hoffnung für heute Abend und für die Zukunft, manche dieser Versuche sind geglückt. Ich bin außerdem Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM, hier auch in Wien. Sie haben gehört, dass diese Diskussion Vorläufer in Geschichte und Gegenwart hat. Wir haben moralische, rechtliche, technische Fragen. Es geht um humanitäre Probleme. Sie haben Frau Magister Alix hier als eine politische Aktivistin. Wir haben also eine relativ große Bandbreite von Aspekten, die wir heute Abend abdecken wollen. Sie haben von Frau Fenkert gehört, dass das Thema aktuell ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch entsinnen. Es ist gerade mal 4 Monate her, da waren Schlagzeilen über eine Attacke auf saudische Ölfelder zu lesen. Drohnen haben diese Attacke durchgeführt. Und meines Wissens ist bis heute nicht definitiv geklärt, von wem das ausging, wer der Urheber dafür ist. Und
eine interessante militärtechnische Diskussion hat sich über Chancen und Risiken solcher Waffen eröffnet. Es ist deutlich geworden, eine Zeitung hat das geschrieben, dass wir hier eine Art problematische Demokratisierung von Kriegführung sehen. Also die Eingreifschwelle sinkt durch den technischen Fortschritt. Es gibt viele andere interessante Aspekte daran, die Verwischung von Krieg, Terrorismus, die Verwischung von Krieg und Frieden. Wir werden im Laufe des Abends darüber sprechen. Der Fahrplan für heute Abend sieht so aus, dass ich nacheinander mit unseren vier Panelisten in ein Gespräch komme. Sie werden ein Eingangsstatement abgeben und danach werde ich kleine Rückfragen stellen. Und vor allem würde ich gerne dann mit Ihnen, meine Damen und Herren, in eine Diskussion kommen. Ich weiß nicht, wie kontrovers diese Diskussion werden wird. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch eine gemeinsame ethische Basis finden. Aber trotzdem, es ist vielleicht nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern es geht auch darum, Chancen und Risiken von Waffentechniken zu evaluieren. Denn auch Menschen sind nicht perfekt. Und Automatisierung hat ja in vielen Bereichen des Lebens erkennbar auch Fortschritte gebracht. Ich beginne zuerst mit Oberstleutnant Dr. Markus Reisner, PhD, also er hat zwei Doktortitel gemacht. Die jüngere Doktorarbeit hat zu diesem Buch geführt. Es heißt Robotic Wars, legitimatorische Grundlagen und Grenzen des Einsatzes von Military Unmanned Systems in modernen Konfliktszenarien. Er ist also von der technisch-militärischen Seite gewissermaßen Experte dafür. Er ist Oberstleutnant des Generalstabsdienstes des österreichischen Bundesheeres. Er sammelte Einsatzerfahrungen in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Afghanistan, Irak, Tschad, der Zentralafrikanischen Republik sowie Mali, studierte Geschichte und Rechtswissenschaften und war in der Privatwirtschaft in einer Firma beschäftigt, welche Drohnen produziert. Herr Reisner, ich fange mit Ihnen an, weil Sie gewissermaßen uns den technischen Hintergrund schildern sollen. Denn wir sitzen hier alle zusammen, weil die Technik diesen großen Fortschritt gemacht hat. Ohne die großen Fortschritte der Technik würden wir hier eine utopische und keine rechtspolitische oder völkerrechtspolitische oder ethische Diskussion führen. Wie ist der Stand der Technik im Moment und was sind die Aussichten? Danke sehr. Bevor ich beginne, möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für die Einladung und möchte betonen, dass es also wunderbar ist, doch ein volles Auditorium heute hier zu finden, denn vor einigen Jahren hätten Sie wahrscheinlich mit diesem Thema noch niemand hierher gebracht, außer Wissende. Aber Ihre Anwesenheit zeigt, dass das Interesse immer mehr und immer größer ist zu diesem Thema und ich kann Ihnen sagen, als Militär, es ist berechtigt, denn es gibt Entwicklungen, die die Zivilgesellschaft als jene Institution, die die Politik mehr oder weniger zum Handeln verpflichtet, zeitgerecht erkennen sollte, um nicht davon überrascht zu werden, so wie wir es in der Geschichte immer wieder erlebt haben. Ja, das Thema ist Killer Robots, da haben wir auch schon die erste Problematik, die entsteht, nämlich der Begriff selber. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage Roboter, dann wird jeder von Ihnen wahrscheinlich ein Bild vor Augen haben. Das Bild, das die meisten wahrscheinlich haben, wenn ich sage Roboter, wird ein etwas Menschenähnliches sein, also wahrscheinlich eine Blechbüchse mit Armen und Beinen, die halt mechanisch sich bewegt. Der eine oder andere wird vielleicht doch ein bisschen ausgefallener denken und bereits an diese Systeme denken, die wir heute nicht sofort als Roboter möglicherweise erkennen, tatsächlich es aber bereits Roboter sind. Und die haben die Problematik, wenn ich Sie frage, definieren Sie einen Roboter, dann werden wir wahrscheinlich 20 unterschiedliche Meinungen haben. Und das zieht sich natürlich durch. Es beginnt mit der Kontrolle, die dieser Roboter über seine Tätigkeit ausüben kann, der Kontrolle des Menschen über den Roboter. Es beginnt damit zu definieren, wo endet diese menschliche Kontrolle, wo soll sie vielleicht gar nicht enden oder wo sollen wir eigentlich bereits als Mensch intervenieren und sagen, okay, hier endet es. Und es beginnt damit, dass der Roboter selber ja nur eine Hardware darstellt und eigentlich das, was drinnen steckt, nämlich die Software, viel interessanter ist zu betrachten und die Software den großen Vor- oder Nachteil hat, dass sie sich ja eigentlich in dem Domain Cyber mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Das heißt, wir müssen also da viel weiter und globaler denken. Gut, was ist technisch möglich? Ich kann Ihnen sagen, dass wir bereits jetzt Zeuge sind von Kriegen, die
fast ausschließlich unter dem Einsatz von Drohnen geführt werden. Wer kann mir einen Konfliktraum nennen, wo das der Fall ist? Afghanistan. Stimmt nicht, ja, sondern es gibt einen Konflikt, wo bereits jetzt beide Konfliktparteien unter der Anwendung von Drohnen in einem hohen Maße gegeneinander kämpfen, und das ist in Libyen. Da ist es nämlich so, dass die mehr oder weniger legitimierte Regierung gegen die Aufstandsgruppierung, also jene von General Haftar, kämpft, und man macht das also zwar schon auch noch klassisch, indem man sich gegenseitig beschießt, aber die Masse der Auseinandersetzungen entstehen durch den gegenseitigen Einsatz von Drohnen. Woher kommen diese Drohnen? Sie kommen natürlich nicht von den beiden Institutionen selbst, dazu hätten sie gar nicht die technischen Möglichkeiten, sondern sie kommen über Proliferation in dieses Land. Das heißt, wir haben also potente Nationen, Staaten, die die jeweilige Konfliktpartei mit Drohnen beliefern und diese sie gegenseitig gegeneinander einsetzen. Alleine diese Woche sind drei davon abgeschossen oder abgestürzt worden, was die meisten gar nicht mitbekommen. Afghanistan ist natürlich nicht unrichtig. Warum? Afghanistan war jener Konfliktraum, wo wir das erste Mal als Zivilgesellschaft damit konfrontiert worden sind, dass eine Nation, eine potente, in der Lage ist, gezielt über hohe Entfernung Menschen zu töten. Die Frage war natürlich von Anbeginn, ist das im Rahmen des internationalen Rechts, also immer vor allem im Rahmen des Völkerrechts als solches, findet das statt oder nicht? Und damit sind wir auch schon beim nächsten Aspekt. Die Frage, wird das Völkerrecht hier aufgeweicht oder wie auch schon angedeutet, vielleicht sogar mehr oder weniger unterschwellig unterminiert? Und auch hier die Frage, wie weit sind wir technisch? Ja, wir sind so weit, dass Drohnen immer autonomer werden. Das heißt, sie bewegen sich bereits selbstständig in einem Raum, werden dort von dem Operator übernommen, der möglicherweise in Florida oder sonst wo sitzt, und weiß, habe ich die Nation verlassen, und dann wird quasi die Waffe dort eingesetzt und die Drohne meldet sich wieder ab und die nächste kommt zum Einsatz. Das heißt, die Erhöhung der Frequenz ist eine viel höhere. Es ist aber nicht ausreichend, nur auf einen Player zu zeigen, sondern alle Player sind involviert, denn ich glaube oder bin davon überzeugt, dass wir eigentlich bereits in einem neuen Kalten Krieg uns befinden, wo das Wettrüsten, das wir aus der Vergangenheit kennen, bereits wieder eingesetzt hat. Und da gibt es Nationen, die uns erklären, dass sie in der Lage sind, Atomtorpedos unerkannt durchs Wasser an die Küstenlinie des gegnerischen Staates zu bringen. Ja, so weit sind wir. Wir haben also Unterwassersysteme, die bereits in der Lage sind, über einen Monat selbstständig autonom zu operieren. Und dass das eine Überlegenheit mit sich bringt, womit die Nation wieder an erster Stelle der Rüstungsanstrengungen steht und damit als solches, als globaler Player anerkannt werden soll. Oder wir haben eine andere Nation, die sagt, wir haben 4.000, 5.000 Panzer auf Halde, die wir eigentlich nicht mehr verwenden wollen. Was wäre doch, wenn wir die alle automatisieren und dann quasi mehr oder weniger in Kampfverbänden einsetzen und durch diese Kraft mehr oder weniger Projektion in der Lage sind, entsprechend einen Erfolg zu erzielen. Das heißt, die Dinge, über die wir vielleicht gelächelt haben, oder der ein oder andere von Ihnen, der mit Star Wars aufgewachsen ist und dort auf dem Eisplaneten Hot Drohnen herumgefliegen gesehen hat, ja, es stimmt, wir haben die Schwerkraft noch nicht überwunden, aber die Idee der Drohne, so wie sie eingesetzt ist, die gibt es natürlich. Und die Drohne ist nur ein Teil davon, denn Systeme gibt es in der Luft, die Drohne, es gibt sie im Wasser, habe ich schon angedeutet, unbemannte Unterwassersysteme. Es gibt sie an Land. Jetzt in Syrien hat, um auch das konkret zu sagen, Russland als eine der ersten Nationen tatsächlich einen Kampfroboter im Einsatz vom Typ Uran 9, der schon einiges kann, aber noch nicht das, was eigentlich die Entwickler von ihm haben wollen. Und wir haben es im Weltraum. Da gibt es also Systeme, die sind mittlerweile schon über ein Jahr im Einsatz, immer wieder, und kommen dann zurück und berichten, was sie dort mehr oder weniger erforscht haben. Und wir haben es im Cyberraum. Und der Cyberraum ist das eigentlich Problematischere an dieser ganzen Entwicklung. Denn der Cyberraum durchdringt nämlich alle anderen Domäne, im Militär nennt man das Domäne der Kriegsführung, und in Lichtgeschwindigkeit sind sie überall sofort präsent. Und hier geschieht das Fatale, denn der Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, in Lichtgeschwindigkeit eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn Sie als Staat sich verteidigen wollen gegen einen Angriff aus dem Cyberraum, dann muss diese Verteidigungsmaßnahme so schnell passieren, dass Sie gar nicht mehr beurteilen können, ob Sie diese Verteidigungsmaßnahme treffen oder nicht, sondern automatisch reagiert die Software darauf. Und die Frage ist, wie weit wollen wir gehen? Wo ist dann die Grenze, wo möglicherweise das eine Kettenreaktion auslöst, die wir technisch in der Lage sind, bereits jetzt da solches durchzuführen, auch schon vor 20 Jahren nur so nebenbei bereits waren. Und wo sollte der Mensch sagen, hier ist die Linie, die wir nicht überschreiten sollten? Und ich denke, da sollten wir uns alle ganz logisch und selbst kritisch die Frage stellen, ob die Entscheidung über Leben und Tod nicht diese kritische Grenze ist, die wir als Mensch nicht mehr hergeben sollten. Herr Reisner, vielen Dank für die technische Aufklärung. Das war ausgesprochen interessant. Es war sehr viel auf einmal. Wir werden sicherlich auf die einzelnen Beispielsfälle nochmal zurückkommen.
Nur, dass ich eine Sache verstehe. Sie haben am Anfang gesagt, diese Automatisierung ist ein Prozess. Sie haben von automatischeren Waffen gesprochen. Also wir sind einerseits auf dem Weg dorthin, aber jetzt bei diesen Cyberspace-Sachen haben Sie schon von automatischen Waffen als bestehende Technik gesprochen. Das heißt, bei den Tötungsmaschinen ist es noch nicht so weit, aber in anderen Feldern der Militärtechnik haben wir es schon. Auch hier haben wir die Problematik, dass wir unterscheiden müssen zwischen den Begriffen. Erstens der Begriff Autonomie und der Begriff Automatisierung oder Automation. Beide sind unterschiedliche Dinge. Wenn Sie eine Industrieanlage hernehmen, wo also ein Auto automatisch gefertigt wird, dann ist es im Prinzip eine Roboterfertigungsstraße, wo ein Roboter eine immer gleich definierte Bewegung macht. Zurzeit sind wir Entwicklung so dahingehend, dass der Roboter bereits selbst seine Arbeitsschritte optimieren kann. Aber er macht grundsätzlich immer das Gleiche. Das ist Automatisierung. Autonom bedeutet etwas anderes. Autonom bedeutet, dass Sie basierend auf was auch immer, ja, eine Software, auf einen softwaregesteuerten Prozess oder jetzt als Mensch im Sinne der Vernunft gedacht aufgrund Ihres Denkens, in der Lage sind, eine selbstständige Entscheidung zu treffen. So weit sind wir noch nicht. Wir haben keine vollautonomen Systeme in der Kriegsführung, aber auch nicht in der privaten oder in der zivilen Wirtschaft, die in der Lage sind, selbstständig eine Entscheidung zu treffen. Schon gar nicht von einer technischen Singularität sprechen, also im Sinne quasi einer Vernunft, die ich grundsätzlich einer Maschine grundsätzlich abspreche. Aber was wir natürlich haben, ist ein Prozess, der schleichend in eine gewisse Richtung geht. Und diese Bewegung, diese mehr oder weniger uns möglicherweise zum Teil verborgene wissenschaftliche Entwicklung, die müssen wir mit betrachten, um rechtzeitig als Zivilgesellschaft zu sagen, das ist jetzt der Moment, wo wir zwar verstehen, dass diese Entwicklung als solche stattfindet, wir können sich dem nicht entziehen. Ich sage jetzt nur das Beispiel autonomes Fahren, das ist ein Trend, den Sie kaum aufhalten werden können. Aber es sollte der Moment definiert werden, wo wir sagen, das ist jetzt eigentlich die Entscheidung, die wir als Mensch treffen sollten und nicht jemand anderen überlassen sollten, aufgrund von was auch immer für einen Beweggrund als solches. Vielen Dank, Herr Reisner. Ich frage jetzt Herrn Dr. Schneider, was daran so schwierig, humanitär so problematisch ist. Dr. Bernhard Schneider ist Leiter der Rechtsabteilung sowie des Bereiches Recht und Migration des österreichischen Roten Kreuzes. Er studierte Rechtswissenschaften in Wien. Während seiner 18-jährigen Tätigkeit beim österreichischen Roten Kreuz hat er sich unter anderem mit den humanitären Aspekten verschiedener Waffensysteme auseinandergesetzt, insbesondere betreffend, und jetzt kommt ein großes Panorama, über das wir wahrscheinlich immer wieder heute Abend sprechen, Antipersonenminen, Streumunition, Nuklearwaffen, autonome Waffensysteme. Er ist Mitglied der österreichischen Kommission zur Umsetzung des humanitären Völkerrechts. Herr Dr. Schneider, wenn Sie das alles hören, erklären Sie uns, was ist daran so schlimm? Warum ist die Autonomisierung der Tötungsmaschinen eine solche Gefahr? Warum sollten wir uns ethisch, politisch empören als Zivilgesellschaft? Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Vorstellung, das Einleitungsstatement. Danke für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die ich auch für nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr zeitgierig halte. Was auch vielleicht zunächst einmal eine kurze Erklärung. Meine Vorgabe war, sagen Sie uns etwas über die möglichen humanitären Probleme autonomer Waffensysteme. Und ich sage jetzt nicht Killerroboter, absichtlich nicht, sondern autonome Waffensysteme oder tödliche autonome Waffensysteme. Trifft es, glaube ich, besser, auch im Lichte dessen, was mein Vorredner schon gesagt hat. Was geht das Rote Kreuz an? Ne? Das, also sozusagen das Rote Kreuz entstand, wie Sie vielleicht wissen, aus dem Gedanken heraus, Verwundeten und kranken Soldaten auf den Schlachtfeldern zu helfen. Alles, was Soldaten möglicherweise verwunden kann oder krank macht, ich will jetzt nicht sagen, stört uns oder betrifft uns. Was stört uns an autonomen Waffensystemen möglicherweise? Oder was macht uns da Bedenken? Erstens, sagen wir so, künstliche Intelligenz ist ja heute nichts Ungewöhnliches mehr. Also jeder trägt sowas mit sich herum. Dieses Ding ist zwar selbst nicht wahnsinnig intelligent, aber hat Zugriff auf jede Menge künstliche Intelligenz im Hintergrund. Wir alle wissen, das funktioniert schon ganz gut in vielen Bereichen, aber in manchen Bereichen, wenn man damit Dinge machen will, für die es nicht gebaut worden ist, dann funktioniert es schlecht oder auch überhaupt nicht. Also mein erstes Stichwort wäre Kinderkrankheiten. Also so wie wir alle aus Computerproblemen selbst wissen, künstliche Intelligenz kann was Gutes sein, kann was sehr Starkes und Nützliches sein.
alles, was stark und nützlich sein kann, kann auch tendenziell sehr viel Schaden anrichten. Aber es ist auch noch fehleranfällig. Und alles, was fehleranfällig ist, auf einem Schlachtfeld, kann natürlich dazu führen, dass es im Konfliktfall zu unvorhergesehenen Situationen kommt, auf die die Software nicht eingerichtet ist und dass sie dann Dinge tut, die sie nicht tun soll und die auch nicht den Regeln des humanitären Völkerrechts entsprechen. Das ist unsere erste und ich meine relativ wichtige Sorge, nachdem wir gerade gehört haben, das steckt alles noch ein wenig in den Kinderschuhen, jedenfalls dort, wo es um wirkliche Autonomie und auch tödliche Autonomie geht. Das zweite sind die Grundsätze des humanitären Völkerrechts, also die Regeln für den bewaffneten Konflikt und deren Einhaltung es uns ja besonders geht als Rotes Kreuz. Die sind, und es gibt dazu Bibliotheken, die Sie sich durchaus anschauen, auch wenn Sie wollen, lesen können, die sind nicht ganz trivial. Also diese Einhaltung dieser Regeln ist nicht immer ganz einfach. Da gibt es jede Menge Zweifelsfälle, Grauzonen und schwierige Situationen. Schlachtfelder sind auch nicht besonders geordnete Bereiche, wo immer alles noch sehr, sehr durchsichtig zugeht. Das heißt, unser zweites Kernproblem ist, lässt sich sowas überhaupt in einem Programm abbilden. Ja, kann ich eine Software dazu bringen, dass sie zuverlässig und auch vorhersehbar die Regeln des bewaffneten Konflikts einhält? Das ist ja auch der Anspruch, den wir an die Menschen haben, die im bewaffneten Konflikt tätig sind, vor allem an die verantwortlichen Kommandanten, dass sie zuverlässig und vorhersehbar sich an die Regeln des bewaffneten Konflikts halten. Das zu programmieren, stellen wir uns jedenfalls derzeit ziemlich schwierig vor, funktioniert ja auch noch nicht in dieser Form. Solange das nicht, ich will jetzt sagen hundertprozentig, denn der Anspruch an Menschen sind auch nicht hundertprozentig, aber jedenfalls mindestens so gut wie Menschen oder besser funktioniert, würde ich meinen, es ist also auf gar keinen Fall angebracht, darüber zu reden, sowas auf einem Schlachtfeld einzusetzen. Sie wissen vielleicht auch, dass im humanitären Völkerrecht ja vorgesehen ist, dass neue Waffensysteme getestet werden und auf ihre Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Regeln überprüft werden, bevor sie eingesetzt werden können. Also das würden wir in diesem Fall für besonders relevant und wichtig halten. Das dritte spezielle Problem, das wir sehen, ist, und das ist jetzt alles bitte sehr verkürzt und stark eingedampft bei 5 Minuten, ist natürlich die Verantwortlichkeitsfrage. Die Regeln des humanitären Völkerrechts richten sich grundsätzlich an Menschen, klarerweise. Und diese Menschen sind auch verantwortlich für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, also der Regeln des bewaffneten Konflikts. Und das ist uns auch sehr wichtig. Sie wissen vielleicht und haben gelesen, die verschiedenen Theorien, die da schon erblüht sind in den letzten Jahren, wer jetzt verantwortlich ist für eine allfällige Fehlfunktion oder ein Kriegsverbrechen durch so einen tödlichen autonomes Waffensystem. Da wurden also Gedanken ventiliert wie, naja, der Programmierer ist schuld oder die Maschine selbst ist schuld und man soll also da eingesperrt werden oder der Hersteller oder der Händler, wie auch immer. Ich glaube, inzwischen geht die Diskussion vernünftigerweise doch in Richtung derer, die des Staates, der sich dessen bedient, klarerweise. So ähnlich wie wir es ja auch bei Kraftfahrzeugen und Eisenbahnen und Flugzeugen und Ähnlichem haben. Also der es verwendet und einsetzt, haftet auch verschuldensunabhängig dafür, dass das Ding keinen Schaden anrichtet. Das scheint mir ein vernünftiger Ansatz zu sein. Uns ist allerdings das Rotes Kreuz sehr wichtig, dass auch künftig ja, die Verantwortlichkeit der dahinterstehenden Menschen, die verantwortlichen Kommandanten, erhalten bleibt. Und dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, also die Maschine hat es gemacht, ja, wir sind nicht mehr verantwortlich und das humanitäre Völkerrecht ist daher de facto umgangen. Das dürfte aus unserer Sicht auf gar keinen Fall herauskommen. Es muss auch mit solchen Waffensystemen, sollten sie einmal zum Einsatz kommen, und als Rotes Kreuz sind wir immer vorsichtig, schöner wäre es, wenn sie nicht zum Einsatz kämen, aber in der Vergangenheit hat man oft gesehen, Waffen, die jetzt geächtet sind, mussten erst zum Einsatz kommen, damit sie geächtet wurden. Das war also nicht üblicherweise so, leider, dass die Vernunft groß genug war und die Mäßigung groß genug war, dass man von vornherein gesagt hat, das wollen wir gleich gar nicht versuchen, sondern man hat immer erst, oder ich wüsste jetzt keinen Fall, wo man es nicht zuerst mal versucht hätte und dann gemerkt hätte, oje, das ist also wirklich unzumutbar. Oder es verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht, weil es so unnötige Leiden verursacht oder einfach zu grauenvolle Folgen nach sich zieht. Also die Verantwortung des Menschen muss aus unserer Sicht jedenfalls erhalten bleiben. Daraus folgt auch natürlich, dass die Menschen immer noch ausreichend Kontrolle über dieses System haben müssten, auch wenn es autonom agieren kann oder autonom agiert, dass sie im Zweifel sicherstellen können oder darauf hinwirken können, dass das Ding nicht gegen Regeln verstößt. Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein paar, das waren jetzt eher spezielle Bedenken oder Anregungen dazu, hier noch ein paar allgemeine Gedanken, die auch in dieser Form vielleicht nicht sehr oft vorkommen.
zu tödlichen autonomen Waffensystemen allgemein, ob das, welche Auswirkungen das haben könnte. Nämlich erstens, und das wurde, glaube ich, schon angedeutet, ich glaube, Sie haben es schon angedeutet, Krieg führen könnte einfach leichter werden. Oder zumindest das Beginnen mit einem bewaffneten Konflikt könnte leichter werden. Man schickt einmal die Roboter-Schwadron und die soll mal machen. Und möglicherweise bleibt es dabei, möglicherweise nimmt das Ganze dann auch größere Formen an. Und dann müssen also vielleicht doch wieder Menschen sozusagen ins Konfliktgebiet kommen. Es könnte, kurz gesagt, einfacher werden für Entscheidungsbefugte, auch für Politikerinnen, Politiker, Militärs zu sagen, naja, sind eh nur Roboter, sind keine Wählerinnen und Wähler, schicken wir sie einmal in den Krieg und schauen wir, was passiert. Ist möglicherweise riskant, ich frage mich, ob wir dann vielleicht mehr Konflikte sehen, als das bisher schon der Fall ist. Zweiter Gedanke, Asymmetrie. Die asymmetrische Konflikte sind sicher allen ein Begriff, also die eine Seite ist militärisch-technisch gegenüber der anderen sehr stark überlegen, das ist jetzt schon ein Problem im humanitären Völkerrecht, denn es führt tendenziell dazu, dass die Bereitschaft, Regeln einzuhalten, sinkt. Weil die unterlegene Seite sich fragt, warum sie sich außerstand ist, die Regeln einzuhalten, weil sie dann sofort verloren hat, mehr oder weniger, aus ihrer Sicht. Und die überlegene Seite, angesichts des Umstandes, dass die unterlegene Seite meistens die Regeln nicht einhält, fragt sich natürlich ihrerseits, warum sie Regeln einhalten sollte. Das heißt, das Ganze macht es nicht leichter, vor allem auch uns nicht leichter, dann im bewaffneten Konflikt Leute und Kämpferinnen und Kämpfer zu überzeugen, dass sie sich an irgendwas halten sollen. Je asymmetrischer das Ganze wird, und das sind jetzt wirkliche Hightech-Waffen, die sich kaum mehr leisten können, je asymmetrischer so ein Konflikt wird, desto mehr könnte man argumentieren, wird es schwieriger, Regeln einzuhalten, die Einhaltung von Regeln einzufordern. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Drittens, und das ist schon, hängt damit zusammen, diese Technologien sind offensichtlich sehr technisch sehr anspruchsvoll, wahrscheinlich auch ungeheuer teuer. So ähnlich wie Nuklearwaffen werden da wohl Mittel hineinfließen in einer Größenordnung, die ziemlich hoch ist oder sehr astronomisch geradezu. Auch da soll ich als humanitäre NGO, diese Mittel werden unter Umständen woanders wesentlich besser eingesetzt, möglicherweise für humanitäre Zwecke. Und letztlich, das ist jetzt gar kein humanitär-völkerrechtliches Argument mehr, sondern ein menschenrechtliches Argument. Und das, was mich persönlich eigentlich davon überzeugt hat, oder bisher überzeugt, nach meinem derzeitigen Stand der Überlegungen, dass diese Waffen gescheiter verboten werden sollen von vornherein, ist nämlich der Menschenrechtsbereich, ja, also das Crowd Control schlicht und einfach. Ja, solche Waffen würden es einem autokratischen, diktatorischen Regime unter Umständen wesentlich einfacher machen, die eigene Zivilbevölkerung zu unterdrücken und in Schach zu halten, weil sie nicht mehr vom Wohlwollen des Militärs abhängt im Extremfall. Ja, weil wenn das Militär besteht im Wesentlichen aus Automaten, die kein Problem damit haben, auf Menschenmassen zu schießen unter Umständen, weil dort keine Verwandten von ihnen drin sind, Freunde, Bekannte oder sonst wer, ist es unter Umständen leichter, auch in dem Bereich härter zu sein. Also das ist auch etwas, was man sicher nicht aus den Augen verlieren darf. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Wenn Ihnen noch nicht der Kopf schwirrt vor lauter Schwierigkeiten, dann darf ich vielleicht kurz einen Buchtitel hochhalten. Army of None, das ist vielleicht im Moment das beste Buch zum Thema. Und der Verfasser unterstreicht mit schönen Beispielen das, was Sie als Kinderkrankheiten der Waffen gewissermaßen als Gefahr an die Wand gemalt haben und sagt, ein Einsatz in Afghanistan, Soldaten müssen sich entscheiden, zum Beispiel, ob sie ein junges Mädchen erschießen, das vielleicht eine Botschafterin einer verfeindeten, gegnerischen Gruppe sein könnte. Und in dieser Geschichte entscheiden sich die Soldaten, weil sie Menschen sind, dafür, das junge Mädchen zu schonen. Wie würde eine Waffe entscheiden? Der Verfasser macht Beispiele aus der Automatisierung der Börsenkurse und sagt, die Algorithmen und die automatischen Berechnungen haben uns schon den einen oder anderen Crash beschert. Und auch bei den autonomen Fahrzeugen wissen wir von Fehlern. Und irgendwie sind wir doch empfindlicher gegenüber den Fehlern, die die Menschen machen. Wir finden die Maschinen machen. Wir finden die menschlichen Fehler irgendwie leichter erträglich. Sie haben aber zugleich eben bei Herrn Dr. Schneider gehört, dass es viele Anreize gibt, dass man sich solcher Waffen bedienen könnte. Die Waffen lassen sich vielleicht nicht so leicht auf Urheber zurückführen. Sie haben vielleicht keine
menschlichen Soldaten, die in Flaggen gehüllt tot zurücktransportiert werden in den entsendenden Militärstaat. Die Wähler sind vielleicht toleranter. Vielleicht werden auch die Kosten irgendwann doch so gering sein, dass nicht nur Staaten, sondern sich auch kleine politische Splittergruppen dieser Waffen bedienen könnten. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten mehr, warum es sehr schwierig ist. Und das ist meine Überleitung zu Botschafter Dr. Hainocchi, weil es geht jetzt um das Feld der internationalen Diplomatie. Wir sind noch nicht so weit, dass wir tödliche Autonomie im Waffensektor haben, aber der Diskurs darüber hält schon seit beträchtlichen Jahren an. Dr. Thomas Hainocchi, Botschafter Dr. Thomas Hainocchi, ist Leiter der Abteilung Abrüstung im Bundesministerium für Europa, Integration und Auswärtige Angelegenheiten. Er hat Rechtswissenschaften studiert. Zuvor war er als ständiger Vertreter Österreichs beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und zuvor ständiger Vertreter Österreichs beim Europarat in Straßburg. In seiner Karriere bekleidete er auch die Posten eines Botschafters im Königreich Norwegen und eines stellvertretenden ständigen Vertreters bei den Vereinten Nationen in New York. Was sagt die nationale und internationale Diplomatie im Moment zur tödlichen Autonomie? Ja, vielen Dank vor allem auch für Ihr Interesse und für die Veranstaltung. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema natürlich. Wir sind ja letzten Endes in einem Wettlauf mit dem technologischen Fortschritt. Nicht? Wir wissen, dass eine Reihe von Staaten, ich glaube, man kann sie ruhig nennen, Russland, China, USA, aber auch kleinere technologisch avancierte mit relativ kleinen Bevölkerungen wie Israel, Südkorea, aber auch natürlich Frankreich, Großbritannien, hier Forschungsprojekte haben. Und in einigen dieser Ländern gibt es interne Regelungen, dass man über gewisse Grenzen nicht hinausgehen will, aber sicher nicht in allen. Und solche interne Regelungen können sich sehr rasch ändern. Also es ist was unterwegs. AI-Fortschritt ist rasend schnell. Und es ist genau, wie Bernhard Schneider das gesagt hat, die Frage, schaffen wir es? Ein Verbot von Dingen, die wir nicht sehen wollen, zu schaffen, bevor diese Waffensysteme am Schlachtfeld eingeführt sind. Weil wenn sie einmal da sind, wird es natürlich viel, viel schwerer, die Entwicklung zurückzurollen und ein Verbot und die Zerstörung. Und es ist immer diese Dynamik hier, wenn der eine das hat, müssen es die anderen auch haben. Und es gibt ja Gott sei Dank ein positives Beispiel, nämlich die blindmachenden Laserwaffen, wo die internationale Gemeinschaft weise genug war, sie zu verbieten, bevor sie am Schlachtfeld eingeführt wurden. Das ist ja nicht gerade eine schöne Vorstellung, dass Soldaten und wenn die in der falschen Position sind, auch Zivilisten bewusst durch Laser blind gemacht werden. Ja, dann sind sie außer Kampf, aber für ihr Leben lang können sie nicht sehen. Und das ist vor ca. 27 Jahren gelungen. In der Konvention über gewisse konventionelle Waffen. Ich sage gern, das sind die besonders grauslichen konventionellen Waffen. Und genau in dem Forum wird seit 2013 dieses Thema LAWS, wie wir sagen, Lethal Autonomous Weapons Systems, behandelt. Zuerst so mit Expert Meetings und reiner Diskussionsclub. Es gibt jetzt in den vergangenen 3 Jahren dazu eine Group of Governmental Experts zu dem Thema. Da können alle Vertragsparteien dieser Konvention, und das sind schon die meisten Staaten, daran teilnehmen. Das Problem in dem Gremium ist, dass Konsens erfordert ist. Nicht? Das kann jeder, jeden Fortschritt dort aufhalten. Unser klares Herangehen ist, diese Konvention hat verschiedene Protokolle, zum Beispiel das erwähnte über blindmachende Laserwaffen. Es wäre natürlich ein weiteres Protokoll zu verhandeln, das solche vollautonome Waffensysteme verbietet. Diese Herangehensweise wird natürlich nicht von allen geteilt und sie sind irgendwie auch verständlich, Länder, die schon sehr viel in diese Entwicklungen
investieren und hier einen gewissen Vorsprung haben, haben natürlich nicht unsere Herangehensweise dabei. Die Stränge sind ja sehr verschieden, die wir darüber besprechen. Ich glaube, ganz wichtig ist die ethische Frage. Ich meine, letztlich ist das die Frage, wollen wir in einer Welt leben, wo Maschinen Menschen ohne menschliches Zutun töten? Nicht? Das hat der UN-Generalsekretär sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, Machines with the power and discretion to take lives without human involvement are politically unacceptable, morally repugnant and should be prohibited by international law. Ich glaube, das hat er sehr gut zugespitzt. Wir als Österreicher stimmen ihm hier auch voll zu. Er hat das auch zu einem seiner Leitpunkte in der Agenda für Disarmament gemacht und Österreich hat sich zu dem Thema auch als Champion gemeldet. Wir sind sehr aktiv in dieser GGE Laws. Aus meiner Sicht gilt es zu vermeiden, was manche Länder dort anstreben. Man müsste zuerst eine genaue Definition haben, was das ist, bevor man irgendeine Regelung überhaupt nur andenken könnte. Nicht? Wir wissen alle, dass der technologische Fortschritt immens schnell ist. Also das sind Moving Targets, wir werden da nie eine bleibende Definition finden. Und aus meiner Praxis, das ist in jeder Konvention das Letzte, dass man sich, wenn überhaupt, über eine Definition einigt. Jeder weiß ungefähr, wovon man redet. Und so muss man das angehen. Wir haben entwickelt stark, nicht unsere Ideen, aber wir haben dazu ein Arbeitspapier mit dem Verteidigungsministerium frühzeitig ausgearbeitet, über die menschliche Kontrolle, weil das erscheint uns das echte Kriterium. Was wir nicht sehen wollen, ist, dass es solche autonomen Waffensysteme ohne menschliche Kontrolle in den kritischen Funktionen gibt. Ich glaube, das ist die Grenze, die wir ziehen müssen. Was sind die kritischen Funktionen? Das ist die Selection of Target. Also es ist vorstellbar, Gesichtserkennung und so weiter, dass solche autonomen Waffensysteme sich schon selber das Ziel suchen. Natürlich wird da irgendwas einmal einprogrammiert. Und dann in der Exekution, da muss schon die Möglichkeit sein, dass hier ein Mensch auch wirklich eingreifen kann. Nicht? Weil das ist ja ein Albtraum, dass eine Maschine sich selber ein Ziel sucht und dann, ohne dass irgendjemand was zutut, dieses Ziel ausschaltet, tötet. Diese Herangehensweise wird also von der Mehrzahl der Länder unterstützt. Wir haben da auch also einen formellen Antrag eingebracht, hier solche Protokollverhandlungen zu beginnen. Aber nachdem dort mit Konsens gearbeitet wird, ist das klar, dass das wenig Chancen hat, dass das jemals verwirklicht wird. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit dort nicht vergebens, weil es wichtig ist, einerseits Awareness Raising zur Aufbereitung des Feldes hier diese Diskussionen zu haben, aber auch ein Verständnis in einigen Grundprinzipien vielleicht zu erzielen. Und wir haben vorher jetzt angenommen ein paar Guiding Principles, die natürlich sehr schwach sind, sehr allgemein, wie das internationale humanitäre Recht gilt für den Bereich. Natürlich gilt das und so, aber es ist schon ganz gut, gewisse Sachen außer Frage zu stellen. Diese GGE Laws wird jetzt weitergeführt, heuer und nächstes Jahr. Und dann wird 2021 bei der Review-Konferenz dieser Konvention für konventionelle Waffen dann irgendwie wahrscheinlich etwas zu entscheiden sein. Ich glaube, dass wir hier recht gut positioniert sind. Ich bin selber jetzt zum Beispiel in zwei Wochen wieder eingeladen in Brasilien, eine größere Tagung dazu. Mein Minister Alexander Schallenberg ist sehr interessiert an der Thematik und wir werden auch in Österreich eine größere Konferenz dazu machen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Abrüstungsthemen
in den nächsten Jahren. Und es ist letztlich die Frage, sind wir kollektiv als Menschheit im Stand, hier uns eine Selbstlimitierung zu setzen? Weil ich glaube nicht, dass alles, was technisch möglich ist, auch gemacht werden sollte. Danke. Vielen Dank, Herr Botschafter Dr. Hanocci. Ich habe eine kurze Rückfrage. In der Vorbereitung auf diesen Abend habe ich sehr viele internationale Artikel auch gelesen und es ist immer wieder betont worden, die Vorreiterrolle Österreichs. Können Sie uns das erklären, warum gerade Österreich sich da international so sichtbar positionieren konnte? Ja, ich glaube, es ist bei uns eine Konstante in der Außenpolitik, dass wir diese humanitäre Schiene gerade in Abrüstungsfragen sehr stark fahren. Nicht? Ich meine, wir waren bei einer Antipersonenmine führend zustande gekommen des Verbotsvertrages von Atomwaffen. Also da ist schon eine gewisse Logik. Und nachdem wir erfasst haben, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und wir uns wirklich damit auseinandersetzen sollten und also das gute Zusammenspiel mit Verteidigungsministerium, aber auch dem Roten Kreuz, das ist kein Zufall, dass es hier vertreten ist, und der Zivilgesellschaft. Wir haben ja einen Dialog ständig auch mit der Zivilgesellschaft. Das ist wichtig, aber auch Akademiker. Also das ist ja faszinierend, wenn Sie mit diesen Universitätsprofessoren sprechen. Aber zum Teil auch Industrie. Ich meine, in der Industrie gibt es eine ganz klare Abneigung von führenden Tech-Titeln, dass man hier diesen Weg geht, solche Waffen schafft. Nicht? Bei Google war da sogar ein Streik und die haben es dann auch geschafft, die Angestellten, das Google machen wir lieber nicht mit. Ich glaube, das ist eben entscheidend, dass es da vernetzt ist und wahrscheinlich, wenn man klein ist, kann man sich leichter vernetzen und wir können da eine Rolle spielen. Von Antipersonenminen lernen heißt verbieten lernen, habe ich gelernt, weil diese Kampagne, die jetzt 23 Jahre her ist, der Vertrag von Ottawa 1997, ein ganz interessantes Beispiel ist, wie zivilgesellschaftliches Engagement die großen Akteure und eben interessanterweise die USA dazu bewegen konnte, obwohl sie eigentlich diese Technik besaßen und wirtschaftlich stark daran orientiert waren, auf die Verbotsseite zu wechseln, gewissermaßen. Das habe ich gelernt in einem Aufsatz meines Kollegen aus St. Andrews, Adam Bower, Entrapping Gulliver. Also Gulliver verstrickt sich in einer Art Falle und es führt zu einem völkerrechtlichen Vertrag. Also die Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und Völkerrecht ist wichtig. Auch deswegen sitzen wir heute Abend hier in diesem Institut. Und damit leite ich über zu Magister Marit Alex. Sie stellt uns gleich die österreichische Campaign to Stop Killer Robots vor. Wenn ich sie vorstelle, ist es vielleicht für Sie keine Überraschung mehr, was sie studiert hat. Wir haben nämlich hier interessanterweise auf dem Podium alle Rechtswissenschaften studiert. Ich hoffe, es ist trotzdem kein langweiliger Abend für Sie. Sie ist also verantwortlich für den österreichischen Zweig der internationalen Campaign. Und ich überlasse Ihnen vielleicht einfach das Wort. Erzählen Sie, was Sie machen. Sie sind dafür seit letztem Jahr verantwortlich. Wenn man im Januar letztes Jahr sagt, ist aber die Gefahr groß, dass letztes Jahr 2018 ist. Habe ich das richtig vermutet? Tatsächlich geht es um 2019. Ah ja, gut, dann bitte. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall als erstes sehr, sehr herzlich bei meinen Co-Panelisten bedanken für die Teilnahme und für diese unglaublich spannenden Ausführungen. Da ich aber doch glaube, dass wir heute einige Leute hier haben, die sich mit dem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt haben, möchte ich, bevor ich die Kampagne vorstelle, noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen und einige prinzipielle Fragen in den Raum werfen, die ich mir vor nicht allzu langer Zeit, nämlich 2019, selbst gestellt habe. Ganz prinzipiell, was sind Killerroboter, wovor haben wir eigentlich Angst? Wie wir schon gehört haben, das erste Bild, das einem in den Sinn kommen, ist etwas sehr Menschliches. Ich nenne es auch Arnold Schwarzenegger oder Terminator. Wenn ich mich richtig erinnere, in dem Film geht es ja eigentlich darum, dass Roboter die Weltherrschaft ergreifen. Sie lehnen sich gegen uns auf. Aber ganz wichtig zu sagen, davor haben wir keine Angst. Wir haben keine Angst davor, dass die Roboter sich im Endeffekt gegen uns Menschen auflehnen.
sondern wir haben Angst davor, dass durch den Einsatz dieser Roboter einfach nur das Töten leichter wird. Es wird die Hemmschwelle zur Kriegsführung verringern. Einiges haben wir heute schon gehört. Es wird natürlich einfach leichter sein, einen Roboter loszuschicken, um jemanden zu töten, als einen Menschen. Sie haben kein Empathiegefühl, kein Mitgefühl und werden auch einfach aus Versehen Menschen töten. Außerdem kann es natürlich zu unglaublichen politischen Spannungen führen. Problematisch ist der Einsatz natürlich nicht nur in Kriegszuständen, sondern zum Beispiel auch beim Polizeidienst, eben bei Demonstrationen oder bei der Grenzkontrolle. Dementsprechend können wir uns auch fragen, ob prinzipiell unser Recht auf freie Meinungsäußerung oder eben unsere prinzipiellen Menschenrechte gefährdet erscheinen. Und wie war das mit unseren Rechten nochmal? Sollten diese uns nicht eigentlich schützen? Wir haben es heute schon gehört, es gibt auf jeden Fall bestimmte Regeln, die in einem Kriegszustand zu beachten sind. So zum Beispiel, dass man auf jeden Fall keine Zivilisten angreifen darf oder jedenfalls immer zwischen militärischen Zielen und zivilen Zielen unterscheiden muss. Außer, wenn es die Verhältnismäßigkeit verlangt, dass es zivile Opfer dann gibt, wenn die Zerstörung eines militärischen Ziels es notwendig macht. So zum Beispiel, wenn ein militärischer Stützpunkt angegriffen wird, da sind aber ein paar Zivilisten drin, der wird dann trotzdem angegriffen. Hohe Offiziere, die jahrelange Erfahrung haben, haben unglaubliche Schwierigkeiten bei dieser Entscheidung, weil es ist eine menschliche Entscheidung, es ist keine mathematische. Und sollen wir tatsächlich Robotern die Entscheidung überlassen, wie viele Menschenleben es wert ist, ein bestimmtes militärisches Ziel zu vernichten? Ich glaube nicht. Und wie wir dann schon vorher gehört haben, auch die Frage der Verantwortung. Wenn dann tatsächlich ein Roboter ein unrechtmäßiges Verhalten begeht, wer ist dafür zur Verantwortung zu ziehen? Der Hersteller, der Programmierer? Im Endeffekt wird es dann sehr schwer sein, für Opfer Gerechtigkeit zu erlangen. Was ich auch in letzter Zeit oft gehört habe, war super, toll, weil im Endeffekt kämpfen ja dann einfach nur Roboter gegen Roboter. Es gibt da gar keine Opfer mehr. Ist ein wirklich, wirklich schöner Gedanke, aber leider sieht die Realität anders aus. Also es ist jetzt nicht mehr wie in diesen ganz tollen mittelalterlichen Filmen, dass sich zwei Armeen auf einem ganz leeren Feld gegenüberstehen. In dem Sinne wären das dann zwei Roboterarmeen, super Vorstellung. Sondern es ist leider wirklich so, dass Kriege zunehmend in besiedelten Gebieten, in Städten geführt werden. Und leider sieht die Realität auch so aus, dass Kriege erst dann enden, wenn Menschen sterben. Weil sonst könnte man ja genauso gut Kriege durch ein Fußballspiel ausfechten oder durch Mensch ärgere dich nicht. Das würde keinen Unterschied machen. Also das ist leider wirklich eine Tatsache. So, jetzt zu meiner wichtigsten Frage. Was können wir jetzt eben als Zivilgesellschaft wirklich dagegen unternehmen? Was kann jeder Einzelne tun? All diese Fragen haben sich eben 2012 ein paar sehr renommierte Menschenrechts-NGOs, wie zum Beispiel Human Rights Watch, Noble Women's Initiative und Article 36 gestellt. Die haben dann in der Folge die internationale Campaign to Stop Killer Robots gegründet. Die besteht mittlerweile aus über 140 Organisationen in 61 Ländern. So, diese Zahl kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 140 Organisationen in den 61 Ländern. Die Kampagne sorgt natürlich bei den politischen Gesprächen in Genf dafür, dass die dortigen Regierungsvertreter darauf hingewiesen, darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich für ein Verbot einsetzen sollten. Das ist ein großer Schritt, um Veränderungen zu bewirken, nämlich direkt auf die Vertreter bei der UNO und den internationalen Foren zuzugehen. Außerdem tritt sie sonst auch in jedweder Form für ein Verbot ein. So zum Beispiel, sie schafft bei der Zivilgesellschaft und bei KI-Experten und Unternehmen schafft sie Bewusstsein über die bevorstehenden Gefahren und bringt sie auch dazu, sich dagegen auszusprechen. Zum Beispiel gab es einen offenen Brief von der Kampagne vor kurzem, da haben sich 4500 KI-Experten für ein Verbot ausgesprochen. Darunter fallen auch sehr prominente Namen wie Stephen Hawking, Elon Musk, das immer dann so ein, das habe ich schon mal gehört. Ich selbst habe von der Thematik und prinzipiell auch von der internationalen Kampagne erfahren, als ich noch letztes Jahr bei der Abteilung für Abrüstung im Außenministerium gearbeitet habe. Und ich war eigentlich sehr schockiert darüber, dass das Ganze eben keine Schwarz-Weiß-Problematik ist. Es gibt immer noch Staaten, die wirklich die Entwicklung solcher Waffen gutheißen. Genauso wie es sehr viele Staaten gibt, die eben meinen, ein präventives Verbot solcher Waffen ist nicht notwendig, solange es diese Waffen eben noch überhaupt nicht gibt. Da sage ich dann immer, ja, also das mit der Pandora, das wissen Sie schon noch, oder? Prinzipiell war ich auch schockiert darüber, dass vor allem hier in Österreich
bei Freunden und Bekannten, also immer, als ich das Thema angesprochen habe, war also prinzipiell Unwissen und auch Ungläubigkeit, das habe ich noch nicht gehört, was soll das sein. Und deshalb habe ich beschlossen, eben hier in Österreich einen nationalen Zweig der internationalen Kampagne zu gründen. Dieser setzt sich hier in Österreich vor allem dafür ein, das Thema so weit wie möglich zu verbreiten, auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Ich freue mich auch jedes einzelne Mal, wenn ich irgendjemanden davon überzeugen kann, dass das auf jeden Fall eine Gefahr ist, dass man da jetzt etwas dagegen tun muss. Ich würde mich auch über tatkräftige Unterstützung freuen, sollte sich hier jemand finden, Freunde, Bekannte, die die Kampagne gerne unterstützen würden. Es sind auch draußen Flyer. Einfach kontaktieren, ich würde mich sehr freuen. Und ja, können wir wirklich etwas erreichen? Die Antwort ist ja. Wir haben schon gehört, auch bei den Verboten von Antipersonenminen und Streumunition, wir können erheblich dazu beitragen, dass Waffen mit verheerenden und nicht zu tolerierenden Auswirkungen verboten werden. Es ist wirklich möglich. Diese humanitären Abrüstungsverträge waren nämlich das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen gleichgesinnten Staaten, UNO-Organisationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und auf jeden Fall NGO-Koalitionen. Diese Verträge tragen auch erfolgreich dazu bei, menschliches Leid zu reduzieren und zu verhindern, auch teils ohne die Unterschriften aller größten Militärmächte. Was wichtig ist hierfür, ist, dass wir nachweisen, dass die Öffentlichkeit ein Verbot von Killerrobotern fordert. Wir müssen nämlich die politische Stärke dieses Themas demonstrieren. Das bedeutet, dass wirklich jede einzelne Stimme zählt. Also hier meine Bitte, sagen Sie es weiter, so viel wie möglich, dann können wir es auch dieses Mal auf jeden Fall schaffen. Vielen Dank, Frau Magister Alex. So, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt ganz viele Varianten gehört, warum das problematisch ist. Erstens, ich komme nochmal auf das Schwarzenegger-Terminator-Beispiel zurück. Die Roboter lehnen sich gegen die Menschen auf. Ich bin ein bisschen älter als Sie, deswegen möchte ich noch 2001 zitieren. Sie wissen, der Computer, der an Bord ist und entscheidet, dass die Menschen so fehlerhaft sind, dass er die Kontrolle über das Raumschiff übernimmt, und auch in einem Artikel in der New York Times zitiert das, also wo es um Killerroboter ging, zitiert das jemand, und der Astronaut, der draußen ist und zurück ins Raumschiff will, sagt: Open the pod bay doors, hell. Hell ist das Akronym von IBM, und hell öffnet die Tür nicht und möchte den Astronauten im Weltall erfrieren lassen. Also, die Roboter können vielleicht sich klüger als für die Menschen halten. Zweitens, wir haben vielleicht fehlerhafte Technik, wie es am Anfang auch anklang, die Montagsproduktion, die Technik in den Kinderschuhen. Und eine dritte Variante ist, über die wir vielleicht noch nicht geredet haben, die Technik in der Hand von Schurken. Die Technik, die vielleicht gut funktioniert und in die Hand von Schurken gerät. Und was mich aber interessieren würde, welche Konsequenz ziehen wir aus diesem Szenario? Denn bei der Atombombe ist es ja so gewesen, dass wir in der Zeit des Kalten Kriegs einen langen, nicht kriegerischen Abschnitt in der europäischen Weltgeschichte hatten, weil beide Seiten sich damit in einem Gleichgewicht des Schreckens befanden. Also derjenige, der die Waffe besaß, konnte sie gerade deswegen nicht einsetzen, weil die Gegenseite auch die Waffe besaß. Und wenn ich eine schwierige Rückfrage an Sie stellen würde, was sagen Sie zu dem Gegenargument, Frau Magister Alex, wenn Sie hören, dass Leute sagen, ja, wenn Sie diese Waffen verbieten, die da so schrecklich sind, machen Sie dann nicht den Krieg eigentlich führbarer? Wenn Sie gewissermaßen die unmenschlichen Waffen verbieten, bleiben dann nicht nur die sogenannten menschlichen Waffen zurück, die moralisch, sozial, juristisch akzeptabel sind? Also ganz ehrlich, am liebsten würde ich alle Waffen verbieten, am liebsten würde ich Krieg verbieten. Aber das geht nicht, eins nach dem anderen. Wie schon gesagt, natürlich, es gibt die Gegenargumente, die sagen, es wäre natürlich besser, Roboter in den Krieg zu schicken, anstatt Menschen. Es werden weniger Menschen sterben. Aber das ist nicht der Fall. Also es war auch bei anderen Waffen, derartigen Waffen, hat man im Vorhinein gesagt, es wird nicht so schlimm sein. Aber das war es dann doch. Es ist so, dass auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, dass eben, wenn es diese Waffen gibt, wird die Hemmschwelle zur Kriegsführung viel niedriger. Es wird mehr Kriege geben. Es wird vielleicht nicht nur Kriege geben, sondern es werden auch von politischer Seite, es werden Einsätze, kleinere Einsätze, die Gegner töten mit autonomen Waffensystemen,
es wird auch nicht so sein, dass selbst wenn Armee gegen Armee kämpft, wird bei der Vernichtung der einen automatisierten Armee, werden dann als nächstes Menschen sterben. Also es ist trotzdem so, dass nicht vorauszusehen ist, wie viele zivile Opfer das verursachen würde. Und ich glaube schon, dass es im Endeffekt eine höhere Opferzahl geben würde als jetzt. Ja, Krieg ist teilweise verboten oder vielleicht sogar ganz verboten. Der Briand-Kellogg-Pakt ist gerade vor 2 Jahren 100 Jahre alt geworden. In der UN-Satzung ist ein Gewaltverbot drin. Herr Reisner, Sie hatten sich gemeldet und wollten noch etwas zur Botschaft der Dr. Heinocci ergänzen, glaube ich. Genau, es gibt auch einige Anmerkungen, die notwendig sind. Erstens, was mir in der Diskussion nicht verloren gehen soll, und das möchte ich betonen, und das sollen Sie mitnehmen. Ja? Sie haben jetzt gehört, da könnte, da wird, möglicherweise, das stimmt nicht. Das findet bereits statt. Zweitens, zu sagen, ich hoffe, dass es nicht... Was genau findet statt? Komme ich gleich darauf zurück. Aha. Das Zweite ist zu sagen, ich hoffe, dass es keinen Krieg mehr geben wird. Den Krieg gibt es ja nicht mehr. Es gibt keinen Krieg mehr. Den Krieg hat die Menschheit beschlossen, diesen Begriff als solches, er ist nicht mehr zulässig. Es gibt nur mehr den Konflikt. Es gibt den nicht international bewaffneten Konflikt und den international bewaffneten Konflikt. Der international bewaffnete Konflikt wäre das, wenn zwei Staaten gegeneinander kämpfen, klassisch mit einer Kriegserklärung. Das gibt es noch. Aber den Krieg selber gibt es nicht. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja? Der Krieg selber hat sich nicht verändert. Die Natur des Krieges ist immer noch gleich. Was sich verändert hat, ist die Charakteristika des Krieges, die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird. Das hat sich verändert. Wir sagen, okay, wir versuchen ein Verbotsregime zu erreichen. Das ist natürlich ein hehrer Gedanke. Wir haben Antipersonenminen verboten. Werden sie eingesetzt? Natürlich werden sie eingesetzt. Und zwar gerade von nichtstaatlichen Akteuren, die sagen, diese Mine bringt mir einen riesen Vorteil, darum setze ich sie auch ein. Anderes Beispiel, Giftgas. Wird Giftgas eingesetzt? Ja, Giftgas wird eingesetzt. Wir kommen im 21. Jahrhundert. Wir haben Einsätze von Giftgas immer wieder wiederholt im 2-3-stelligen Bereich. Hat es etwas daran geändert, dass die Zivilgesellschaft aufgeschrien hat und gesagt, das gibt ja diese Verbotsnorm? Nein, weil es einfach Fakt ist. Ist die Hemmschwelle des Krieges, also die Hemmschwelle zum Konflikt gesunken? Ja, sie ist gesunken. Wir haben es gehört. Saudi-Arabien, da wurde eine Erdölraffinerie, 2 Erdölraffinerien wurden angegriffen. Von wem? Von einem nichtstaatlichen Akteur, die Houthis, wie man mehr oder weniger gesagt hat, oder war es doch ein staatlicher Akteur, nämlich eine Regionalmacht, die das gemacht hat, nämlich genau um zu verschleiern, dass sie es war. Weil wenn nämlich eine dieser Drohnen abgestürzt wäre, was auch der Fall war, und es wäre ein Pilot herausgekraxelt, der dieses Ding gesteuert hätte, dann hätte man in der Welt präsentiert und hätte gesagt, da schauen Sie her, das war diese Nation. Aber genau deswegen hatte die Nation das gemacht. Also die Hemmschwelle ist bereits gesunken, weil wir genau diese Systeme einsetzen. Also das Wenn und Könnte ist hier nicht zulässig. Herr Dr. Reisner, darf ich Sie kurz was fragen zu Ihrem Beispiel, weil das Beispiel interessant und wichtig ist. Sie haben gesagt, wir haben diese völkerrechtlichen Verbote und man sieht an der zwischenstaatlichen oder Gewaltpraxis, dass sie, ich sage jetzt mal überspitzt und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie da missverstanden habe, dass die nichts gebracht haben, wollen Sie das sagen? Also ich habe doch den Eindruck, die Ächtung von Chemiewaffen hat etwas gebracht für das 20. Jahrhundert. Die Ächtung von Landminen, von Lasern und so weiter hat etwas gebracht. Sie hat etwas gebracht, und zwar nämlich in der unmittelbaren Betroffenheit. Jedoch ist das Problem, dass die Betroffenheit der Menschheit, was die Schrecklichkeit dieser Konflikte betrifft, wieder vergänglich ist. Und wo man das sehr gut sieht, ist in manchen Bereichen, wo wieder diskutiert wird, dass es legitim ist, möglicherweise diese Waffen einzusetzen. Atomwaffen zum Beispiel. Es gibt Nationen, die sagen, naja, wenn man die Atomwaffe so gestaltet. Beim Giftgas doch gerade nicht. Da sagt doch niemand, es ist öffentlich, es ist legitim und ich erlaube mir gegen die Verbotsnorm zu verstoßen. Im Gegenteil, es werden sogar rote Grenzen gezogen, also rote Linien gezogen und Grenzen gezogen, wo man sagt, wenn das noch einmal passiert, aber dann wird es zu etwas kommen, was aber nicht der Fall ist. Und der Gegenüber, und damit sind wir bei den Schurken, setzt dieses Waffensystem trotzdem ein, weil es ihm etwas bringt. Und damit sind wir auch bei der nächsten Problematik. Denn was glauben Sie, die Anzahl der Drohnen, die eingesetzt werden, ist die Masse davon durch staatliche Akteure oder durch nichtstaatliche Akteure? Durch nichtstaatliche Akteure. Natürlich, staatliche Akteure setzen Drohnen ein wie eine Reaper oder eine Predator, also was potente Nationen mehr oder weniger an Rüstungsgütern produzieren können. Aber nichtstaatliche Akteure setzen ein Drohnen, die sie beim Mediamarkt kaufen können.
Die irakischen Sicherheitskräfte, die bei der Eroberung der Stadt Mosul in der Stadt vorgerückt sind, sind pro Tag mit bis zu 30 Drohnenangriffen konfrontiert gewesen. Drohnen, die entweder kleine Sprengkörper abgeworfen haben, ohne sich um das humanitäre Völkerrecht zu kümmern, also den Unterscheidungsgrundsatz zum Beispiel oder die Menschlichkeit als solches. Das heißt, das Problem ist, wenn wir nicht die Konsequenz haben, unsere Regeln auch durchzusetzen, wird der Gegenüber, ob es ein staatlicher Akteur ist oder ein nichtstaatlicher Akteur, weitermachen in dieser Sache. So, jetzt bin ich gespannt, was Herr Dr. Heinocci dazu sagen wird. Also Sie sagen, ich glaube, der Markus hat eine wesentliche Problematik aufgebracht. Also wir sind ja nicht naiv, wenn wir einen Vertrag verhandeln. Erstens sind noch nicht alle dabei, die Universalisierung, und zweitens ist es immer eine besondere Herausforderung, bewaffnete nichtstaatliche Akteure, vor allem wenn sie jemanden wie die ISIS haben, der sich ja überhaupt nichts hält und noch Leichen als Booby-Traps verwendet und so weiter, die dazu gewinnen. Das heißt, Beispiel Antipersonenminen. Das war ein immenser Erfolg. Damals hat ja jedes Land Antipersonenminen gehabt und sehr viele verwendet, sehr viele erzeugt. Das hat sich total geändert. Im letzten Jahr hat nur noch Myanmar als einziger Staat neue Minen gelegt. Die Zahl der Opfer war damals bei 12.000 pro Jahr, die ist sehr gesunken. Leider in den letzten Jahren ist sie wieder etwas gestiegen, aber natürlich nicht in die Höhe, weil einige bewaffnete nichtstaatliche Akteure, vor allem ISIS natürlich, massiv die selber gebastelt haben, weil das ist ja eine Waffe, die kann man sehr leicht selber basteln, da braucht man es, verbricht nicht einmal nichts. Und das ist sicherlich ein Problem, aber deshalb hat die Norm nicht versagt, natürlich nicht. Die Norm hat eine immense Wirkung gehabt, wenn Sie denken, dass wir haben da auch begonnen, in einer kleinen Gruppe von Ländern, NGO, Rotes Kreuz, der Organisationen, dann sind immer mehr dazugekommen, die am Anfang dagegen waren, sind dann viele auch gekommen. Die Amerikaner sind bis heute nicht beigetreten, aber die Amerikaner haben hier angefangen, ihre Minenbestände zu zerstören und so weiter. Die legen auch keine Minen mehr. Und das ist also schon zu sehen, erstens eine Norm, die etabliert wird, hat eine Wirkung, die über die Staaten, die Vertragsparteien sind, hinausgeht. Aber wie jede Norm, denken Sie an Strafrecht, dass Diebstahl verboten ist, ja, es gibt Diebe. Es wird vorkommen, dass gerade Leute, die außerhalb des internationalen Rechts weitestgehend agieren, wie bewaffnete nichtstaatliche Akteure, werden sie überschreiten. Jetzt ist die Gefahr, dass solche Gruppen selber solche autonomen Waffensysteme entwickeln können, Gott sei Dank relativ gering. Aber natürlich ist die Gefahr, dass sie sie irgendwie kriegen und da ist ein schwarzer Markt und. Nicht? Also ich sehe schon die Gefahr, dass solche Akteure dann auch kriegen. Aber das kann und darf uns natürlich nicht aufhalten, dass wir diese Normen etablieren. Weil wenn wir nicht einmal die Norm haben, dann ist es ja nicht einmal eine Übertretung. Dann verschweigen wir uns dazu, dass so ein Verhalten okay ist. Vielen Dank, Herr Dr. Heinocci. So, jetzt habe ich links neben mir zwei Normunternehmer sitzen. Die möchten Normsetzung. Und das, umso mehr würde mich interessieren, was sagen Sie zu diesem Argument der Verstöße? Höhlen die Verstöße die Norm aus? Untergraben Sie sie? Es ist menschliche Natur. Ich öffne gleich die Diskussion und gebe Ihnen dann als Ersten versprochen das Wort, aber ich würde gerne erst Herrn Dr. Schneider und Frau Magister Alex dazu hören, das Verhältnis zwischen Norm und Normverstoß. Was bedeutet das für Ihre Arbeit, dieses Gegenargument? Ja, ich schließe mich an. Menschlich ist vieles, nicht nur das Gute leider. Und das ist natürlich auch eines der großen Hauptprobleme, mit dem wir uns konfrontiert sind. Ja. Das würden sich alle an die bestehenden Normen halten, wäre das ganz wunderbar. Leider tun sie es nicht. Also beides ist richtig, was da gesagt wurde. Ich will jetzt nicht sagen, willkommen im 21. Jahrhundert, sondern willkommen auf unserer Welt. Das ist ambivalent, wie fast alles, was wir tun. Und in dieser Ambivalenz müssen wir uns irgendwie zurechtfinden, auch als Hilfsorganisation, die es natürlich innerlich oft zerreißt zwischen diesen
dem Bestreben, dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen, damit Leiden zu verhindern und andererseits natürlich zu sehen, dass das oft genug nicht passiert und dass man es auch nicht schafft, wenn man versucht, Leuten zuzureden wie der sprichwörtlichen Krankenkuh und sie halten sich immer noch nicht dran, weil sie eben was damit zu gewinnen haben. Also es ist immer eine, wie immer im menschlichen Zusammenhängen, eine Interessenabwägung dahinter. Auch natürlich vielleicht die kleine Anmerkung, ich bin ja sowohl Nationalrechtler als auch jetzt im Völkerrecht immer wieder nebenberuflich tätig. Was im Völkerrecht halt oft fehlt, ne, ist die organisierte Sanktion, muss man schon sagen. Und das macht es natürlich oft einfacher. Und ja, es gibt Diebe, ne, aber es gibt auch eine organisierte Sanktion. Im Völkerrecht gibt es oft genug leider keine organisierte Sanktion. Was es halt auch einfacher macht, das Völkerrecht zu missachten. Das muss man auch ganz offen sagen. Und was uns und uns Staaten, die Einhaltung des Völkerrechts wichtig ist, oft zurückwirft auf Überzeugungsarbeit, ja, auf gut Zureden, auf gute Beispiele und auf Beten und Hoffen. Das ist halt leider Gottes die Situation, diese Ambivalenz, in der man sich wiederfindet, beides trifft zu. Und damit müssen wir zurechtkommen irgendwie. Frau Magister Alex. Ah, ich schließe mich auf jeden Fall vollkommen an. Es wird immer so sein, dass eben bei jeder Norm, bei jeder Verbotsnummer an sich wird es auch solche Länder geben, die sich nicht daran halten. Aber eben auch das Prinzip, ich meine, soll ich meinen Teenager nicht aufs Zimmer schicken, nur weil ich weiß, dass er sich vielleicht wieder rausschleicht. Also es geht auch um die Ächtung eines Verhaltens, vor allem auch vor der Öffentlichkeit. Diese Waffen sind furchtbar und wir müssen sie verbieten. Und es wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, ein Verbot zu haben. So, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne die Diskussion mit Ihnen, meine Damen und Herren, öffnen. Und ich bräuchte ein Saalmikro, wenn das jemand hat. Ich mache das. Vielen Dank. So, und Sie hatten eine wütende Intervention. Versuchen Sie es nochmal zu formulieren, was Sie erzürnt hat, bitte. Wenn Sie möchten, sagen Sie Ihren Namen. Matteo. Ja, das kann ich mir vorne sagen. Matteo Putzi, auch gerne Nachnamen dazu. Ich war schon mehreren Veranstaltungen auch in Bezug auf die technische Komponente, also künstliche Intelligenz, auch neurologische Foren. Und immer bei diesen Panels wendet sich dieses Blatt immer so in die Richtung, was ist der moralische Aspekt in dieser gesamten Sache. Oder dieser Enthumanisierung unserer Welt so quasi. Weil wir sehen halt einfach, dass wir Menschen einfach nicht mehr für diese Geschwindigkeit gebaut sind, nicht mehr für diese extreme Rationalität gemacht sind. Und das macht das Ganze ungemein schwierig, auch eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und um auch noch darauf zurückzukommen, es gibt bereits KI-Systeme, die aktiv Handlungen setzen, und das ist der Hochfrequenzhandel im Aktienmarkt. Weil sie können nicht innerhalb von 3 Millisekunden eine Entscheidung treffen. Und auch das kann die Menschen vertrauen, die jeweiligen Maschinen und Programme. Und daraufhin gewinnen diese ganzen riesigen Unternehmen. Schreiben Millionen Gewinne, da werden auch Trades gemacht im dreistelligen Millionenbereich. Und das mit einem Fingerschnipsen. Um darauf hinzukommen, es ist eher so, dass die Demokratie verlangt, dass man diese automatisierten Systeme erzeugt. Weil damit wir Konflikte führen können, was einfach in der Natur des Menschen liegt, weil wir betrügen uns gegenseitig, wir opfern uns gegenseitig, wir zerstören uns gegenseitig und dass dadurch die Konfliktreihe einfach immer weiter nach oben geschritten wird, bis wir dann halt eben bei einer begrenzten Vernichtung ankommen, bei der neuen Stufe der Konfliktführung, dann werden sie wohl übel zu einer Maßnahme greifen müssen, die gegen jemanden wehtun wird. Und in einer Demokratie können sie nicht verantworten, dass sie Menschen dorthin schicken, oder schwierig verantworten, als dass sie Computer dorthin schicken, die das ohne weiteres machen können. Weil finanzieller Schaden allein schon demokratisch gesehen keinen wirklichen Wert hat, politisch. Das heißt, der Entscheidungsfinder, der aktiv Grund dafür, keine Menschen zu opfern, und das macht es ja so schwierig. Darum ist ja Unmengen an finanzielles Geld für diese Forschung da. Und für mich ergibt sich für mich ergibt sich das logisch nicht ganz. Wir haben eine Möglichkeit, Krieg zu führen, was sich nicht verhindern lässt, mit Hilfe von, ohne dass wir menschliches Leben opfern. Warum tun wir es nicht? Weil diese Grenze, diese Entwicklungszeit, was es auch braucht, diese automatisierten Systeme zu entwickeln, die wird auch immer geringer. Mit jedem Jahr. Die ganzen Algorithmen entwickeln sich online. Im Prinzip kann jeder Mensch, der ein bisschen programmieren kann, kann er mittlerweile innerhalb von vielleicht 2 Monaten so ein System kreieren. Und das funktioniert. Haben Sie kein Unbehagen, wenn ich Sie kurz zurückfragen darf? Unbehagen hätte ich nur, wenn ich etwas aktiv dagegen tun könnte. Und ich gleich nichts dagegen tun kann, warum soll ich unbehagen haben? Warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, was ich nicht verhindern kann und auch niemand anderer schon verhindern werden kann? Vielen Dank. So, ich habe 2 Wortmeldungen und würde gerne dann
denjenigen vom Panel die Möglichkeit, die darauf reagieren wollen, das Wort geben. Bitte der Herr hier. Und danach die Dame weiter hinten. Dankeschön. Mein Name ist Ehren Tatic und ich bin 1999 auf die Welt gekommen in Bosnien. Das heißt, ich habe schon seit jungen Jahren mit Krieg zu tun. Und ich habe zwei Fragen an Frau Alex und an Herrn Reisner. Ich beginne mit Ihnen, Frau Alex. Ich glaube, Sie wollen nicht Roboter verbieten, ich glaube, Sie wollen Kriegsbeobachter. Sie haben sich auch, glaube ich, geoutet, weil alle Argumente, die Sie anwenden, um zu argumentieren, dass der Einsatz von Kriegsrobotern verboten werden sollte, sind eins zu eins ummünzbar auf den Einsatz von Soldaten im Krieg. Weil machen Sie Fehler, Maschinen genauso wie Menschen. Treffen Sie Entscheidungen über Leben und Tod, genau das Gleiche macht auch ein Soldat. Also Sie sind von der Argumentation her komplett das Gleiche. Und ich schätze es aber trotzdem sehr, dass Sie für das Verbot kämpfen. Danke auch dafür, weil es einfach Kriegsführung ein Bein legt. Ja. Und das, die Frage, die ich an Sie habe, ist, wäre es vielleicht nicht präziser definiert, den Verbot von echter künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung zu verbieten? Nicht einmal die klassische künstliche Intelligenz, die durch maschinelles Lernen lernt, weil da ist nochmal ein riesengroßer Unterschied, das eine gibt es, das andere noch nicht. Würde es vielleicht nicht sinnvoller sein, den Einsatz von echter künstlicher Intelligenz präventiv zu verbieten als alles andere? Weil jemand könnte auch argumentieren, dass ein Kalaschnikow-Gewehr auch nur ein Roboter ist und der ist halt nicht viel anders als eine andere Maschine. Und außerdem sind mir da Systeme... Sie wollten noch eine zweite Frage, stellen, oder? Genau. Stellen Sie kurz. Klar. Und zwar an Herrn Reisner, was ist der Unterschied, abgesehen jetzt mal von dem noblen Wert Kriegsführung im Allgemeinen zu verbieten, was ist der Unterschied in den Überlegungen zum Einsatz künstlicher Intelligenz im zivilen Sektor und im militären Sektor? Weil im zivilen Sektor programmieren wir jetzt schon Teslas zu entscheiden, ob sie jemanden leben lassen oder nicht leben lassen. Also was wäre da im Kern der Unterschied und wer ist da gefragt? Vielen Dank für die beiden Wortmeldungen. Ich würde vielleicht hier erstmal eine Pause mit dem Publikum machen, weil die beiden Fragen sehr präzise an die beiden Panelisten waren. Vom Magister Alex. Fühlen Sie sich richtig verstanden? Sie haben ja zugegeben, dass Sie eigentlich gerne den Krieg verbieten würden. Das stimmt schon. Aber wir haben ja vorher in der Podiumsdiskussion schon eine ganze Menge spezielle Argumente gehört, warum autonom tötende Waffen etwas Besonderes sind. Das war die Frage an Sie und die Frage an Herrn Reisner gebe ich auch gleich. Ja, ich möchte nur auch hierzu noch ganz kurz sagen, ich habe sehr viel gehört, wir können nichts tun, wir können nicht verhindern, ich kann nichts machen. Melden Sie sich bei mir, wir finden sicher etwas, was Sie tun können. Ja. Deutschland hat auch das Genfgasverbot gebrochen im Ersten Weltkrieg. Die haben die Atomwaffe abgelehnt. Aber kann auf jeden Fall was dazu tun. Dann die andere Frage. Da gebe ich eine ganz lange Antwort später, wenn Sie wollen. Dass es nämlich gut war für die Norm. Der Bruch war ein Tabubruch und deswegen haben wir ein einigermaßen wirksames Chemiewaffenverbot. Entschuldigung. Es hört sich wahrscheinlich schon sehr danach an, als ob ich prinzipiell gegen Kriegsführung wäre und ob all das, was ich gesagt habe, sich natürlich auch auf menschliche Soldaten anwenden lässt. Aber das ist eben genau der Punkt, es werden keine menschlichen Soldaten sein, sondern es werden eben nicht Roboter als solche, nicht halbautonome Roboter. Es geht darum, dass das Roboter sein werden, die eben künstliche Intelligenz haben. Was ist der Knackpunkt? Es geht darum, dass diese Maschine und nicht ein Mensch im Endeffekt entscheidet, du lebst, du stirbst. Und das ist das, was wir verhindern wollen. Wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft, immer noch schlimm genug, aber das ist sozusagen, es macht uns Menschen aus, dass diese Entscheidung für uns furchtbar ist, dass wir Empathie besitzen, dass wir eigentlich keinen anderen Menschen töten wollen. In einem Konflikt ist das leider der Fall, aber es ist trotzdem der Menschenwürde nur dann entsprechend, wenn man von einem anderen Menschen getötet wird, nicht von einer Maschine. Es hat wirklich moralische und ethische Grundsätze. Wir wissen nicht, was diese Maschine dann tun wird. Also es wird nicht aller Terminator sein, dass sie sich gegen uns auflehnen, ja. Aber es ist moralisch verwerflich, wie auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen gesagt hat. Es darf keine Maschine für sich selbst die Entscheidung treffen, wer lebt, wer stirbt. Es muss trotzdem ein Mensch
diese Entscheidung treffen. Das ist das, wofür wir kämpfen. Vielen Dank. Herr Dr. Reisner, die Frage an Sie war, wenn ich das richtig verstanden habe, was macht den Einsatz von AI, Artificial Intelligence, anders im militärischen Bereich als im zivilen Bereich, wo wir es erproben, wo wir es rechtlich regulieren und eigentlich, wenn man sich vielleicht darauf einigen könnte, doch weitgehend ermöglichen. Was ist substanziell anders? Also die Veranstaltung macht nur Sinn, wenn Sie jetzt da hinausgehen und etwas mitnehmen. Und das kann man nur erreichen, indem man ganz provokativ die Dinge auf den Tisch legt, so wie sie sind. Also, erstens einmal danke für die Wortmeldung, weil Sie haben ja nämlich mein Abschlussstatement vorweggenommen, weil um das geht es nämlich. Es geht nämlich um die Integration von künstlicher Intelligenz in Waffensysteme. So, was ist jetzt künstliche Intelligenz? Und da beginnt nämlich das Problem. Ja. So wie die meisten Menschen nicht unterscheiden können zwischen Moral und Ethik, wissen die wenigsten, wenn ich sie fragen würde, was ist künstliche Intelligenz, das zu definieren. Und da ist die Problematik im Entstehen, weil was bedeutet das? Bedeutet das jetzt technische Singularität, wie man in der Technik sagt, also quasi die Maschine denkt vernünftig wie ein Mensch, wobei da sind wir dann schon in der Philosophie, weil ist es überhaupt möglich, dass eine Maschine vernünftig ist, so wie wir, also quasi als vernünftiges Wesen agiert? Der Punkt ist, technische, mehr oder weniger jetzt imstande sein der künstlichen Intelligenz definiert sich dadurch, dass eine große Datenmenge in sehr, sehr kurzer Zeit, nämlich in Lichtgeschwindigkeit, rasch analysiert wird und dann einen Entscheidungsvorschlag macht. Das ist künstliche Intelligenz, das wir heute sehen. Das ist das, was Sie in einem Fahrzeug sehen, also zivile Forschung, das nämlich über seine Sensoren eine Menge von Daten einholt und ganz schnell im Prinzip eine Entscheidung trifft, links oder rechts abzubiegen. Und Sie haben dabei dieselben Probleme wie beim Militär, denn das Auto muss entscheiden, fahre ich jetzt links und töte die alte Frau, die dort mit dem Gehstock geht, oder fahre ich rechts und töte die Kinder in der Kindergruppe, die jetzt rechts marschieren. Im Militär nennt man das Collateral Damage Assessment, das heißt, bei dem Abschuss der Rakete, wo gibt es mehr Opfer, hier oder hier? Das heißt, die Herausforderung, nämlich das Nehmen des Lebens, ist in beiden Bereichen gleich. Ob jetzt das autonome Auto fährt oder die Rakete zum Einsatz kommt. Auf Deutsch Weichenstellerproblem. Weichenstellerproblem. So, der Killerroboter, dieser Begriff ist ja ein sehr, wie soll man sagen, ein drastischer Begriff, um die Leute zum Aufwecken zu bringen, im Sinne von, aha, da ist ein Killerroboter, der bringt mich da jetzt um und so weiter. Der Killerroboter ist nur das Phänomen, wie ein Waffensystem, wie ein Panzer. Die Technik, die dahin steckt, und zwar die Hardware, aber vor allem die Software, um das geht es im Wesentlichen. So, und jetzt haben wir die Problematik der technischen, mehr oder weniger Singularität oder der künstlichen Intelligenz in der Entscheidungsfindung. Und da ist es ja schon eingesetzt. Und da gibt es ja Beispiele. Wir reden immer von, da könnte vielleicht die Hemmschwelle des Krieges senken oder des Konflikts. Da könnte es vielleicht zur Entscheidung, gab es ja alle schon. Wir haben ja schon ein paar Mal ganz viel Glück gehabt. Wer kennt Petrov, den sowjetischen Offizier? Wer kennt diese Geschichte? Ja. Und das war ja ein ganz klassisches Beispiel. Das sowjetische, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete System hat ihm vorgeschlagen, wir müssen einen Gegenschlag machen. Die Amerikaner greifen uns an. Und das hat es zweimal gemacht. Und er hat trotzdem als Mensch vernünftig gesagt, also ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie komisch vor, machen wir es nicht. Also der Unterschied ist nicht so groß. Es geht um das Nehmen des Lebens. Und da bin ich ganz bei meiner Vorrednerin. Das sollten wir verbieten. Ja. Die Entwicklung von Waffensystemen und Aufklärungssystemen mit einem hohen Autonomiegrad werden wir nicht verhindern können, denn sie retten auch viele Leben. Was glauben Sie, wie viele Soldaten nicht gestorben sind, weil ein Roboter für sie eine Mine entschärft hat? Tausende, gerade in den letzten Jahren. Aber die Entscheidung über Leben und Tod, auch im Militär, sollte den Menschen überlassen bleiben und nicht einer künstlichen Intelligenz, von der ich hoffe, dass sie nie in dieser Form überhaupt die Erde betreten wird, denn sie wird uns als unzulängliches Wesen erkennen und wird uns, so wie Skynet, weil Terminator ist ja nur das Phänomen, abschalten. Und das sollten wir vermeiden. Vielen Dank, Herr Dr. Reisner. So, ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. Die Dame und dann Herr Zinkanell hier vorne, bitte. Ja, mein Name ist Maxl. Ich bin eine pensionierte Außenhandlerin. Persönlich bin ich der Meinung, dass man derartige Waffen verbieten sollte, wobei mir völlig klar ist, dass alle die völkerrechtlichen und sonstigen Probleme. Aber danke für die hochinteressanten Darstellungen. Ich habe nur eine Frage, die auch mit moderner Kriegsführung zu tun hat, aber vielleicht nicht unmittelbar mit diesen sogenannten Killerrobotern. Nämlich jenseits der traditionellen Schlachtfelder oder auch der kontemporären, die Ausschaltung von ganzen
Ländern. Also zwar hochentwickelte, industrialisierte Länder, hochempfindlich, was ihre Funktionsweise betrifft, also Kommunikation, Verkehr und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Es ist viel davon geredet, dass das eigentlich eine, weiß Gott, das stimmt, eine relativ einfache Methode wäre, technisch auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ganze Länder lang zu lehnen. Da werden wir nicht unmittelbar Menschen sterben, aber in weiterer Folge wahrscheinlich sehr viele, wenn also Spitäler und so weiter und Lebensmittelversorgung alles zusammenbricht und unter Umständen auch bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Ich wollte fragen, ob dieses Szenario, was auch ein Horror-Szenario ist, irgendeine Basis in der sich entwickelten Realität hat. Danke. Vielen Dank. Herr Zinkanell, bitte. Danke vielmals. Weil es mir wirklich, wie man auf gut Deutsch sagt, unter den Fingern gehen scheint, möchte ich ganz kurz eine Intervention an meinen Nachbarn hier stellen. Ich finde das Argument, weil es in der menschlichen Natur liegt, ein Killer-Argument. Das bedeutet eigentlich, dass wir Krieg führen, weil wir immer Krieg geführt haben und deswegen werden wir es auch weiterhin tun. Das ist für mich irgendwie ein Killer-Argument in die Richtung, dass es jegliche humanitäre, menschliche Weiterentwicklung unzulässig macht. Krieg ist eine Form von Konflikt. Genau. Und Konflikt lässt sich nicht verhindern. Konflikt lässt sich nicht verhindern. Gewaltvoller Konflikt aus meiner Sicht schon. Doch. Da kommen wir auch vielleicht, sagt man vielleicht dann später auch noch reden drüber. Meine Frage ans Plenum wäre, wie weit sind wir jetzt grundsätzlich in einer Konvention, die in die Richtung ginge, dass man solche Systeme verbietet? Gibt es hier konkrete Maßnahmen von Staaten, die schon dafür einstehen, nicht nur von zivilgesellschaftlichen und humanitären Organisationen, sondern auch von Staaten, die sagen, gut, wir schließen uns zusammen, wir bilden hier eine gewisse Meinungsbildung und versuchen hier auch internationalen Gremien hier dafür einzustehen. Vielen Dank, Herr Zinkanet. Ich habe den Eindruck, Herr Dr. Einocci, dass das Ihre Domäne wäre. Sehr gerne. Ja, also ich glaube, wir haben ja schon den ersten Schritt gesetzt. Wir haben gemeinsam mit Chile und Brasilien diesen Entwurf ausgearbeitet. Wir haben bewusst nicht versucht, hier wahnsinnig viele Staaten zu kriegen, weil alle Staaten so ihren besonderen Zugang haben. Diese zwei Staaten haben also hier einen sehr ähnlichen Zugang wie wir, sind stärkere Verfechter des internationalen humanitären Rechtes, haben keine Hidden Agenda wie manche Staaten, die dann die ganze Drohnenproblematik hineinmischen wollen, weil Drohnen, die von Menschen gesteuert sind, sind sicherlich keine autonomen Waffensysteme. Unser Standpunkt kriegt mehr und mehr Gefolgschaft. Nur ich habe gesagt, also in einem Rahmen mit Konsens wird dazu nichts kommen. Das heißt, was sind die Zukunftsmöglichkeiten? Die Zukunftsmöglichkeiten sind die, die wir schon vorher gespielt haben, siehe Antipersonenminenkonvention. Es ist vorstellbar, wenn es nicht gelingt, ein wirklich vorzeigbares Ergebnis bis 2021 zu erzielen, und ich bezweifle, dass das sein wird, dass man außerhalb dieses Konsensrahmens geht. Bei den Antipersonenminen hat es dann so einen freestanding Prozess gegeben. Ich habe das erste Treffen hier in Wien abgehalten. Dann war Belgien, verschiedene Hauptstädte, die Kanadier waren die große politische Maschine auf hoher Ebene. In Norwegen haben wir die Konvention ausgehandelt und dann haben es die Minister in Kanada unterzeichnet. Das ist immer eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist wie bei DPNW, also dem Atomwaffenverbotsvertrag, dass man in die UN-Generalversammlung geht und dort das Mandat von Verhandlungen zu dem Thema holt. Wenn man die Mehrheit hat, kann man das sicherlich machen. Nicht? Also da gibt es verschiedene Dinge, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir also jetzt einmal abwarten. Wir sind in einem Prozess, 2021 ist nächstes Jahr. Es hat keinen Sinn, das jetzt zu überstürzen. Und da muss man evaluieren, wie schaut es aus, wie geht es weiter. Es ist ein klares Bewusstsein auch von Ländern, die nicht so auf unserer Seite engagiert sind, dass es zu irgendetwas kommen muss. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Und zum Beispiel
Besser mit den Amerikanern habe ich einen sehr, sehr guten Dialog. Also das ist selten, dass die Amerikaner mit mir immer Gespräche suchen. Das ist umgekehrt, glaube ich. Die haben ihre Probleme, Human Control gewinnen zu weit. Sie sprechen von Human Machine Interaction. Ich sage Ihnen immer, das ist auch der Fall, wenn mich eine Maschine umbringt. Aber trotzdem, also es tut sich was, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sinnvollerweise in irgendeinem Forum, das erst geschaffen werden muss, heute mit Verhandlungen begonnen. Wir sind aber in einem klaren Prozess, dass immer mehr Länder teilnehmen an dieser GGE-Laws. Also es war interessant zu sehen, im letzten Jahr erstmals auch sehr viele Afrikaner. Wir haben etwa 100 Länder gehabt, die teilgenommen haben. Am Anfang waren da 40 oder so, vor 4-5 Jahren. Also, und diese Veranstaltung ist ja auch Teil dieses Awareness-Raising-Prozesses. Und das ist natürlich eine wesentliche Rolle für die Zivilgesellschaft, nicht? Weil es ist schon wichtig, dass hier ein breiteres Bewusstsein für das Problem geschaffen wird. Und wenn Sie da beitragen können, glaube ich, ist das auch ein persönliches Verdienst von Ihnen. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Hainocci. So, es ist schon spät. Eigentlich habe ich unserer Gastgeberin versprochen, dass wir um 8:30 fertig sind und sie aufs Buffet zu den Getränken einzuladen. Aber ich habe noch zwei Wortmeldungen und ich wollte fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir die noch kurz dazu nehmen, wenn es ginge. Und zwar habe ich den Herrn hier und dann die Dame hinten. Sie können, bitte fassen Sie sich kurz. Es kann auch nur eine kurze Stellungnahme sein, wenn es keine Frage ist. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Manfred Sauer, ich habe eine Frage, die sich in drei kurze Punkte gliedert. Der erste Punkt ist, was passiert auf der Ebene der Europäischen Union in dieser Frage, wobei man vielleicht jetzt nicht sagen kann, ob die neue Kommission das wichtig erachtet, da weiter dran zu bleiben. Und daraus ergibt sich die andere Frage, gibt es da nicht einen Widerspruch, dass vielleicht viele Staaten innerhalb der Europäischen Union durchaus eine Schwelle einziehen möchten, aber auf der anderen Seite im Bereich der Rüstungsagentur, der PESCO oder wo auch immer entwickelt und gefertigt wird in diese Richtung schon. Also dass es da quasi halt, obwohl es eine Absichtserklärung gibt, vielleicht hier eine Schranke zu setzen, trotzdem weiter gefertigt oder entwickelt wird. Und der dritte Teil der Frage bezieht sich auf Österreich. Welche Forschungsinstitutionen oder Firmen oder was tragen da aus österreichischer Sicht irgendwas bei, dass die autonomen Waffensysteme Wirklichkeit werden? Vielen Dank, Herr Sauer. So, jetzt noch hinten die Dame, bitte auch mit Mikro, damit wir Sie gut verstehen. Kommt das nicht so nach vorne. Mein Name ist Angela Kane, ich bin Vizepräsidentin des IED und ich habe eine Frage, ich glaube es war Frau Alex, die erwähnte, dass sehr hervorragende Wissenschaftler sich auch gegen die Killerrobots gewandt haben. Es sind zweimal Briefe verfasst worden, beziehungsweise Unterschriften wurden angeliefert, sowohl an das CCW, das PGE war noch nicht existent, das war vor 3 Jahren, glaube ich, und dann nochmal, wo sich also tausende von Wissenschaftlern sich gegen diese Waffen ausgesprochen haben. Und meine Frage geht jetzt dahin, ich weiß, dass diese Wissenschaftler und die Firmen auch durchaus bereit waren, sich zu engagieren und haben das Gefühl, ich war mit einigen in Kontakt, dass sie auf sehr wenig Gegenwind gestoßen sind, dass sie vielleicht 10 Minuten bekommen haben, um das auszuführen und dass sie eigentlich das Gefühl hatten, dass sie nicht für voll genommen würden. Was ich sehr schade finde. Und die Frage ist, man sieht, kann man das noch irgendwie einbinden? Kann man diesen Vorteil, den man ja durchaus hätte, durch die Unterstützung der Wissenschaftler noch irgendwie ausnutzen, auch in diesem Stadium? Vielen Dank. So, Herr Reisner, Sie haben mir signalisiert, dass Sie zu Herrn Sauer eine Antwort haben. Genau, ich möchte ganz eine konkrete Antwort geben. Und zwar die Antwort sitzt vor Ihnen. Warum? Weil die Europäische Kommission im Wesentlichen eine große Menge an Forschungsgelder zu vergeben hat. Alleine im zivilen Bereich sind es über 90 Milliarden Euro und auch ein gewisser Anteil Verteidigungsforschung. Um jetzt sicherzustellen, dass diese Forschung nicht missbräuchlich verwendet wird und ethischen Richtlinien folgt, gibt es sogenannte Ethikexperten, die die Kommission einberuft und die Forschungsprojekte prüfen lassen. Einer von ihnen sitzt vor Ihnen. Das heißt, meine Arbeit inkludiert zum Beispiel das Prüfen eines Forschungsprojekts, ob da drinnen bereits eine so hohe Autonomie
in der Entwicklung angestrebt wird, dass der Mensch hier nicht mehr eingreifen kann. Ja? Also die Kommission hat auf das reagiert, unter anderem auch in der Entwicklung dieser Waffensysteme und versucht durch diese Kontrolle über diese Ethikexperten hier mehr oder weniger eine linke und eine rechte Grenze zu definieren. Das zweite, militärische Forschung. Ich möchte betonen, ich sitze zwar heute nicht in Uniform hier, sondern in Zivil, aber ich bin Militär. Das Militär ist ja interessanterweise oft die erste Institution gewesen, die überhaupt auf diese Entwicklungen hingewiesen hat. Ja? Es gibt ja auch Drohnenpiloten, die sagen, Moment einmal, habt ihr dann überhaupt schon mitbekommen, welche Entwicklungen wir hier im Wesentlichen machen? Und sehr viele sagen, ich als Soldat möchte das nicht, dass da jetzt ein autonomes System Entscheidungen durchführt, die möglicherweise auch mein Leben gefährden. Die Angst der Militärs in den letzten Jahren, und der Thomas wird mir recht geben, war, dass viele der positiven Entwicklungen, und die gibt es auch, ja, Entschärfungsroboter und so weiter, durch Verbotsnormen so massiv eingeschränkt werden, dass die guten Entwicklungen plötzlich nicht mehr möglich sind. Aber wo sie immer mehr Konsens finden, auch der potenten Nationen, mit Ausnahme einiger, und das muss man sagen, und die Namen haben wir heute schon gehört, ist der Umstand, dass man sagt, die Entscheidung über Leben und Tod, da gibt es keine Diskussion. Das kann nicht eine Maschine machen, weil die ist so heikel, dass sie die Politik zuerst dem Militär vorgeben muss und sehr, sehr eng eingrenzen muss. Und dafür haben wir das humanitäre Völkerrecht mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und Österreich als letzter Punkt, und das ist ganz wichtig, auch das sollen Sie mitnehmen. Sie werden sich jetzt vielleicht denken, wenn Sie rausgehen, naja, künstliche Intelligenz, Killerrobots, was interessiert uns das in Österreich? Ja, stimmt nicht. Künstliche Intelligenz passiert durch uns. Wir sind hier aktiv an dieser Entwicklung beteiligt. Ich sage jetzt einen Namen nicht, aber es gibt einen Mann, der sitzt in Linz an der Universität. Wenn Google ein Problem hat zum Machine Learning, dann ruft sie ihn an. Wer hat es erfunden? Ein Österreicher. Es gibt in Klagenfurt an der Uni eine Institution, die forschen zu Drohnenschwärmen. Auf so hohem Niveau, dass man sich dort wundert, dass plötzlich am Uniserver immer komische Aktivitäten stattfinden. Woher? Weil vielleicht jemand daran Interesse hat, zu sehen, was da passiert. Und das ist das, was wir mitnehmen sollen, ja? Das passiert nicht neben uns, sondern durch uns. Und das ist einerseits schützenswert im Sinne von, wisst ihr eigentlich, was ihr da entwickelt? Passt auf, das kann vielleicht in falsche Hände geraten. Und B, normieren wir das, weil die Technik stoppt nie. Und da gibt es dieses berühmte Beispiel von Oppenheimer, der hat auch nie zu einem Moment gesagt, Moment einmal, Männer oder Frauen, wir müssen da jetzt aufhören, wir schaffen jetzt eine Waffe, die so tödlich ist, dass die Menschen zerstören kann. Sondern nach der Zündung der Atombombe hat er gesagt, ich bin der Zerstörer der Welten. Und ich habe in einer Drohnenfirma gearbeitet. Wir haben über alles diskutiert. Aber nie über Ethik und Moral. Das ist das Problem. Vielen Dank, Herr Dr. Reisner. Die New York Times hat gefragt in einem Artikel im Dezember 2019, wer steckt dahinter? Und die Antwort war, naja, in gewisser Weise wir selbst. Ja. Weil wir selbst Konsumprodukte kaufen, die den technischen Fortschritt so weit vorantreiben, dass dieser Dual Use, der eben das klassische Dilemma aufruft, möglich wird. So. Die Frage der Frau Vizepräsidentin ist noch offen und ich schaue, wer von Ihnen zum Abschluss die Lust hätte, die zu beantworten. Ich kann mich dazu kurz melden, kann aber keine technischen Ausführungen geben. Also, wichtig ist ja auch eben, dass bei den Unterschriften und die KI-Experten und Unternehmen für sich zu gewinnen. Da geht es ja nicht nur darum, auch ein Verbot zu erlangen, sondern dass diese Unternehmen und KI-Experten selber auch ausgesprochen haben, dementsprechend nicht solche derartige Sachen zu entwickeln, was dann eben auch selbst ohne ein Verbot sehr wichtig ist, dass sie sich dafür aussprechen. Aber ich glaube, der Thomas. Ja. Nein, also das ist ganz wichtig natürlich, die Rolle der technologischen Experten, der Akademie etc. in dem Bereich, weil letzten Endes, die arbeiten ja auch mit den Dingen und wie schon ausgeführt wurde, gibt es da also sehr große Bedenken von führenden Leuten auf dem Gebiet, dass man eine gewisse Grenze nicht überschreiten will. Und es ist immer eines der Probleme in diesen internationalen Konferenzen, wie man die einbindet. Es gibt natürlich da auch so Zusammenschlüsse, die zum Teil teilnehmen. Es gibt eine Reihe von Universitätsprofessoren, die da kommen und auch sprechen. Bei den Unternehmen ist es eigentlich leider selten, dass wirklich zentrale Players da aktiv teilnehmen in diesen Organisationen. Das ist also ein Bereich, wo gerade jetzt, glaube ich, sich im UN-Bereich verlaufen Bestrebungen, gerade bei Cyber die stärker einzubinden und so. Und meiner Meinung nach werden wir das sehr stark auch tun, weil wir alle profitieren von dieser Verschränkung.
Und das Problem ist ja sehr komplex. Und ohne die Teilnahme der Wissenschaftler werden wir das, glaube ich, nicht wirklich gut lösen können. Also ich glaube, da muss man mehr machen. Und wir versuchen auch, dass wir kennen ein paar Professoren etc. Und das ist ja auch eine der Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel auch in Zukunft den Professor Wetz sehr stärker einzubeziehen. Das ist sicherlich positiv. Vielen Dank. Die Normsetzung ist allein in den Händen der Politiker nicht gut aufgehoben, sagen viele Politikwissenschaftler. Wir müssen nicht nur die Zivilgesellschaft stärker einbinden, wir müssen nicht nur Frauen stärker einbinden, fordern NGOs, sondern wir sollen auch die Industrie, die hinter vielen bedenklichen Entwicklungen im Kriegsvölkerrecht oder International Humanitarian Law, wie sie es lieber haben, wichtig ist, wir müssen auch die einbinden, weil die kompetent sind und vielleicht uns weiterhelfen können. Herr Dr. Schneider, Sie haben das Schlusswort. Ja, danke. Wir müssen Sie vor allem auch deswegen einbinden in diesem Fall, würde ich sagen, weil wir vor einer anderen Situation stehen als normalerweise. Normalerweise haben wir, ist irgendwas passiert, es sind schreckliche Auswirkungen da, aber wir was dagegen tun. In diesem Fall ist noch nichts passiert, weil es das Ding noch nicht gibt in der Form. Wir haben daher nicht über die Nuklearwaffen, bei dieser Nuklearwaffenkampagne, sozusagen die humanitären Auswirkungen, auf die wir verweisen können, die schrecklichen Folgen, die Hibakusha aus Japan und ähnliche Dinge. Also das fehlt uns alles. Wir haben keine Faktenbasis, auf der wir unsere Argumentation aufbauen können, andere als wissenschaftliche oder von Leuten, die halt das am besten abschätzen können. Ein bisschen wie der Klimawandel. Also wir operieren sozusagen präemptiv und das setzt natürlich voraus, dass wir Leute mit einbinden, die uns relativ gut sagen können, oder am besten von allem sagen können, was das auch in Zukunft heißen könnte. Ja. Dr. Schneider, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, der technische Wandel ist rasant, er ist sehr komplex. Wir wissen bei weitem wahrscheinlich nicht alles. Das war Ihr Adjektiv, glaube ich, dass wir es wahrscheinlich nicht wissen. Wir haben internationale Beziehungen, die sehr komplex geworden sind, weil wir viele nichtstaatliche Akteure haben. Die Absenkung der Konfliktschwelle unterhalb des Krieges, bestimmte Gruppen, die sich gerade aus dem Krieg alimentieren und deswegen kein Interesse an der Beendigung von Konflikten, sondern im Gegenteil an der Aufrechterhaltung haben. Sie haben gehört, was für ethische Fragen es gibt, die gewissermaßen den juristischen vorgelagert sind. Und doch versuchen wir, zu einem juristischen Konsens in Form eines Vertrages, eines Verbots zu kommen, weil wir Hoffnung haben, dass Verbote etwas bewirken, dass sie ächten und die Praxis, wenn sie denn stattfindet, gewissermaßen moralisch stigmatisiert und vielleicht auch Zwangsmittel irgendwann zu ergreifen sind gegen Rechtsbrecher. Vielen Dank, dass Sie, meine Damen und Herren, heute Abend hergekommen sind. Mein größter Dank gilt natürlich den 4 Panelisten und bitte geben Sie einen kräftigen Applaus an unsere Rednerinnen und Redner. Und ich darf Sie im Namen unserer Gastgeberin jetzt auf ein Glas Wein einladen und hoffe, wir haben noch interessante Gespräche miteinander.